Hallo und herzlich willkommen zu wieder einem Let's Test. Das ist jetzt unsere neue Expertenrubrik scheinbar. Wir müssen dazu sagen, wir haben die eine oder andere Seite bekommen. Die meisten gefielen mir allerdings nicht, weil die waren total hohl. Ich meine, Sie können sich vorstellen, es gibt noch hohlere Sachen als das, was wir gleich hier euch zeigen. Aber das ist schon interessant. Mein Mikrofon macht sich gerade übrigens selbstständig. Das interessiert euch bestimmt brennend. Deswegen, renn hinterher. Ja, ich finde das klasse. Ich finde solche Sachen sehr toll. Deswegen, liebe Freunde, Achtung, auch wenn es passend zu so einem beschissenen Test passt, spart nicht beim Ständer. So. Massiert ihn kräftig ein. So. Ich habe eine Frage an dich erstmal, bevor wir testen. Erstmal, einmal, das ist ja ein großartiger Starkiller, so, dann haben wir das jetzt auch das mal. Das wollte ich wissen. Genau. Ja, ich habe mal, ich bin auf diese, also wir sind bei mädchen.de. Ja, natürlich habe ich da ein Abo, ist klar. Ihr könnt auch bei mir ein Abo hinterlassen. Ach, nee, komm, das ist selbst für mich zu schlecht. Krank. Aber gib doch zu, du hast doch zwei Abos, ne? Einen für die Arbeit, einen für zu Hause. Ja, der Trend geht zum Zweitabo, genau. Genau. So, also wir hätten natürlich hier erstmal natürlich, was verrät deine Frisur über dich? Ja. Weiß ich nicht. Selbstbewusster Test, wie selbstbewusst bin ich? Ich glaube, das ist bei mir jetzt nicht so spannend. Ich glaube, da kommt jetzt nicht raus. Aber das ist zum Beispiel natürlich ein guter Eröffnungssatz, was deine Lieblingspizza über dich verrät. Klingt interessant. Ich starte mal. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Mit. So, welche Pizza magst du am liebsten? Salami, Margherita. Margherita ist keine Pizza, das ist ein Geschmiere auf. Das ist Pizzabrot mit Tomatensauce. Ja. Fertig. Vegetarier, Pizza Hawaii. Es fehlt eine Pizza. Es fehlt eine Pizza. Da fehlen eine Menge Pizzen. Ja, es fehlt eine bestimmte Pizza, die sie eigentlich in diesen Test reinbauen sollten. Fungi, Tonno. Nein, Dr. Oetker Schokoladenpizza. Oh, das ist ja widerlich. Am besten noch mit Nutella. Würdest du deinen neuen Freund auf gut Glück eine Pizza für dich bestellen lassen? Was hast du eigentlich gewählt so nebenbei? Nein, was? Was hast du eigentlich bei uns gewählt? Ich habe Salami gewählt, weil Hawaii ist auch nicht schlecht, aber in dem Fall wäre es dann Salami. Also ich bin ja auch einer, der eher Pizzen zusammenstellt als irgendwas von der Stange. Aber du kennst ja natürlich den Doug Heffernan, der irgendwann mal so ein Lied komponiert hat. Hat er? Er hat irgendwann mal in der Serie dann so ein schönes Lied komponiert, ne, so für seine Frau, so Dark on Carrie, Dark on Carrie, und dann kam der Refrain, Arthur, 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 Arthur. Als er dann beleidigt war, hat er dann weitergesungen, Dark on Pizza, Salami, 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 Salami. Ja. Dann passt das doch. So, nein, er kann ja nicht wissen, was ich mag. Gut, ist die Frage, wie neu der Freund ist. Das lasse ich mal hinstellen. Klar, das ist doch spannend, lustig. Ich bin mal ins Bett gegangen, das ist die Frage. Das wissen wir nicht. Spekulation hier. Alle Spekulation hier. Keine schmutzigen Fantasien. Mit Einschränkung, ich würde sagen, was ich gar nicht mag, ich nehme die gleiche Pizza, die er bestellt. Habe ich nicht verstanden, der bestellt eine Pizza für mich. Der wird doch jetzt nicht so ein langweiliges Arschloch sein und sagen, hey, du kriegst die gleiche Pizza, die ich habe. Da ist doch ein Scheidungsgrund. Du, kommt drauf an, wenn es der Bernhard Bernoulli ist, dann wahrscheinlich schon. Meinst du, dass Bernhard Bernoulli bei einer Frau den Mund... gut, egal. So, pass auf. Ihr wisst ja, ich bin immer manchmal krank. Soller. So, also klar, spannend. Okay. Wissen deine Freunde, welche deine Lieblingspizza ist? Ich vermute mal eher nicht. Natürlich, sonst wären sie nicht meine Freunde. Liebe Frauen da draußen, ist das jetzt ein neues Kriterium? Gute Frage, ich werde sie beim nächsten Mal testen. Gerne. Ach, den mag ich nicht, du bist nicht für mich interessant. Der Nächste. Das weiß ich ja nicht mal selbst. Hm? Ich hab da, nein, es gibt Wichtigeres. Boah, ist das dumm. Über welches Kompliment freust du dich am meisten? Du bist was einfach... Was ist die Antwort gewesen? Wir sind jetzt bei Frage 4. Ja, was ist denn die Antwort bei 3 gewesen? Wichtigeres. Schon vergessen, das ist super. Wichtigeres. Nee, okay. Wichtigeres. Also nicht, was ich die Pizza vergessen habe, weil das ist noch eine blödere Antwort, sondern... So, du bist einfach wunderschön. Du bist die beste Freundin der Welt. Ich vertraue niemandem so wie dir. Sollte das nicht die beste Freundin sein? Liebe Frauen da draußen,
Ist das ein Widerspruch? Kann man seiner besten Freundin missvertrauen? Ich weiß es nicht. Du bist das coolste Mädchen, das ich kenne. Nein, dann mache ich mal ganz einfach. Ich vertraue niemandem so wie dir. Welche Sprüche kommen von deiner Mutter stammen? Die wollt ihr nicht kennenlernen. Jetzt ist doch nicht immer mit den Fingern. Okay, da waren wohl die Augen wieder größer als der Magen. Kannst du auch mal was Gesundes essen? Weißt du, wie viele Kalorien so eine Pizza hat? Die letzte Frage würde nie von meiner Mutter kommen. Die hat von Pizzen keine Ahnung. Kann ich mir auch mal was Gesundes essen? Nein, da waren die Augen größer als der Magen. Das wäre, glaube ich, so ein typischer Sinnlosspruch. Hast du deine Lieblingspizza schon immer oder wechselt das auch mal? Früher mochte ich eine andere Pizza. Ich mochte diese Pizza schon immer. Nee, momentan esse ich nur diese. Das ändert sich des öfter. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Letzteres. Das sind natürlich so wieder philosophische Fragen, die das Leben dann prägen. Jetzt kommt ganz toll. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Pizza essen. Shoppen, Kino, Pizza essen, natürlich. Lesen, Musik hören, chillen, mit meinem Freund zusammen sein. Ich weiß nicht, auch das lese ich bei diesen Frauentests immer ganz geil. Ich glaube, da wird ein Kerl nicht sagen, ich mit meiner Liebsten zusammen, mit meiner Herzdame, mit meiner Seelenfrau. Nein, da wird kein Kerl ankreuzen. Nee, der Kerl würde dann eher ankreuzen, ich will Sex mit ihr haben. Oder er würde sagen, ich bin Computer-Junkie. Ja, oder beides. Wenn man zweimal kreuzen kann, mit Sicherheit. Außer es kommt im selben Punkt vor. Ja gut, nicht die Lichtschwerter kreuzen. Ach, war ja schlecht. Nee, das war bei Ghostbusters, Entschuldigung. Der heutige Star Wars-Witz wurde eben präsentiert von Jägermeister. Ja, genau. Auch Kylo Ren trinkt Jägermeister, genau. Mhm. Das sieht man in seinem Kampfstil. Mit meinem Freund zusammen Sport, Handyspiele, Social Media, dann würde ich sagen, sind wir ganz kreativ, shoppen, Kino, Pizza essen. Genau, weil es ja schließlich, die Frage lautet ja auch, was deine Lieblingspizza über dich verrät. Ja. Also Pizza. Wie kommst du bei Jungs an? Keine Ahnung, ich hatte noch nie einen Eine Lüge! Gut, ich werde oft angebaggert. Das klingt auch falsch. Ich komme mit fast jedem klar. Viele halten mich für arrogant. Ich komme mit fast jedem klar. Das ist ja... Das kann ich bestätigen. Isst du deine Pizza immer komplett auf? Boah. Na klar, auch wenn ich danach platze. Das habe ich noch nie geschafft. Das stimmt nicht. Ich lasse immer den Rand übrig. Kommt drauf an, wie groß sie ist. Letzteres. Das soll ja Blödsinn. Ja, eben. Das ist das Realistischste doch. Wo trifft man dich auf einer Party? Auf der Tanzfläche, neben einem coolen Typen, bei meinen Mädels, neben meiner BFF. BFF? Best Friend Forever. Dass ich das weiß, ist jetzt noch peinlicher, aber... Bist du sicher, dass du die Zeitschrift Mädchen nicht abonniert hast? Ich schreibe für sie, genau. Du bist Dr. Sommer gewesen, oder? Genau, wenn sie mir damals bei Bravo geschrieben haben, dachte ich mir, was schreibst du denn? Da dachte ich mir, komm, jetzt erstmal ganz kreativ. So, wo trifft man dich? Coole Typen, Mädels. Ich sag mal, Mädels, das ist aber auch Blödsinn. Das ist auch je nach Situation aus geil. Was willst du beruflich mal machen? Erst studieren, Friseurin oder Stylistin? Ja, richtig, da muss man nicht studieren. Mhm. Bankkauffrau, Einzelhandel oder sowas halt, da muss man auch nicht studieren. Irgendwas mit Medien. Natürlich irgendwas mit Medien. Ich bin Frau von Welt. Wir sind YouTuberin. Isst du immer, ist schon wieder so eine Frage, isst du immer die gleiche Pizza? Ja, ich nehme immer meine Lieblingspizza. Nein, das ist ja langweilig. Manchmal probiere ich eine andere Pizza, kommt auf meine Stimmung und meinen Hunger an. Ich habe hier das Gefühl, die hatten einfach keine Fragen mehr. Ja, die wussten, was sie noch fragen sollen, haben sie einfach mal die Frage von ein paar Minuten einfach mal nochmal reingetan. Genau. Hier völlig andere Antwortmöglichkeit, um dann die Leserin der Welt noch mehr zu verwirren. Genau, ich habe jetzt einfach mal gesagt, nein, das ist langweilig. Du bist die beste Freundin 42%. Keep it simple heißt dein Motto genauso klar und einfach triffst du deine Entscheidungen. Du magst keine Überraschungen, sondern gehst lieber auf Nummer sicher. Wie bei der klassischen Pizza Margherita. Nein, tue ich nicht. Genau deshalb bist du eine gute Freundin. Auf dich kann man sich verlassen. Auch im größten Chaos behältst du den Überblick und man weiß bei dir immer, woran man ist. Auch bei den Jungs kommst du gut an. Die mögen nämlich keine Zicken. Muss ich einhaken? Es gibt genügend Leute, die Zicken mögen. Ich bin einfach direkt. Ich habe mir ja schon mal geäußert. Ich sage dazu nichts.
Besser. Die mögen nämlich keine Zicken, sondern unkomplizierte und ehrliche Mädchen. Noch ein cooler Test für dich. Welcher Promi wäre deine beste Freundin? Nein, den machen wir nicht. Du bist eine Party-Queen. Das ist 42%. Ich habe doch mit 42% da auch, wäre das auch gleich. Mhm. Ja, genau. Ich bin zwar nicht auf der Party, auf der Tanzfläche, aber ich bin eine Party-Queen. Das ist klar. Welche Abschlussballfrisur passt denn zu mir? So nebenbei. Ich hätte natürlich noch eine Option, falle ich immer auf den Falschen rein, das kommt auch immer gut. Komm, das hocken wir uns mal als Option. Welche Disney-Prinzessin bin ich? Das hatten wir schon mal. Ist ja. Er der Richtige für mich? Ich gebe mir mal den falschen Freund kurz. So, was haben wir denn hier noch? Ach, jetzt haben wir weiter. So gut, dann waren wir weiter. Welcher WhatsApp-Typ bin ich? Das ist mir... War mir immer schon total. Welcher Typ passt zu dir? Das ist doch bestimmt gut. Welcher Jeans-Typ oder? Nee, welcher Typ? Welcher Typ? Irgendwo auf Seite 3. Wie reif bin ich? Ist natürlich auch gut. Also, das ist. Welcher auf Sonnentyp? Drei, bin wie ich? Passend. Welcher Scheitel passt zu meiner Gesichtsform? Ja, das ist auch eine Frage, die. Ich habe eine Glatze. Ja, sag doch, welche YouTuberinnen-Style passt zu dir? Nee, da kommt Dagi raus oder so. Das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Dann deabonnieren die mich hier alle. Oder die abonnieren dich erst recht. Wie hoch ist dein Emotionsquotient? Das ist auch gut. Das ist auch so immer irgendwie so ein Frauenmagazin oder sowas. Bist du ein gutes Vorbild? Ja, das ist doch schon mal... Warte mal. Ex zurück, ja, nein. Warum? Wenn Ex, dann Ex. Fertig. Genau, dann ist vorbei. Ende. Mach nie so eine Scheiße. Geht nicht. Ich bin kein gutes Vorbild. Tote Mädchen lügen nicht, das Quiz. Ja, da kann ich nicht so mitreden. Welcher Nagellack passt zu mir, ist auch eine Frage, die ich mir meistens stelle. Verstehst du Jungs? Das könnte ich eigentlich immer machen für einen schlechten Witz. Der guckt mich doof an. Verliebt in dich. Bumm! Hä? Bist du eine Schulexpertin? Was? Wo bist du? Ja, nicht wirklich, wie du. Wie hoch ist dein Zickenfaktor? Das ist auch eine gute Geschichte. Warte mal, ich guck mal eben einmal bis Seite 10 und dann, welcher Flirt-Typ, wie wirkt dein Zimmer auf Jungs? Ich kann euch sagen, mein Arbeitszimmer wirkt auf die Jungs, die wollen mich alle heiraten. Aber nicht aus Liebe, sondern wegen der, ne? Geräte. Ich habe übrigens, konnte ich dir noch gar nicht erzählen, das habe ich dem Dennis schon erzählt. Grüße hier mal. Dem großartigen Alpha-Chief schon mal gesagt. Ich habe tatsächlich jetzt mal in meinem Urlaub mal die Chance genutzt, mein Arbeitszimmer aufzuräumen. Und ich muss sagen, ich habe verdammt viel Kram übrigens. Mhm. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie viele Module ich für den Atari 5200 habe. Das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, aber ihr seht es immer irgendwann im Video. Das interessiert mich. Wie viele hast du denn? Ich müsste zählen. Sie sind jetzt neben mir. Ich habe sogar, tatsächlich Buck Rogers für den Atari 5200 mittlerweile. Will Video sehen, sofort. Bin ich eine Style-Queen? Mode-Quiz. Welcher Faschingstyp bist Boah, du? Boah, geil, wie lange würdest du einem Horrorfilm überleben? Das ist doch genau meine Welt. Haare ist... Achtung, ich habe ja keine Ahnung von sowas, aber Haare morgens oder abends waschen, ist das wichtig? Also auch hier kann ich ganz einfach beantworten. Gut, du hast da irgendwie logischerweise keine Affinität zu. Aber ja, gut, jetzt wieder, da bin ich ja auch kein Langhaar-Dackel. Ich muss jetzt ja nicht das dreimal am Tag machen. Aber ich weiß, dass es Mädels gibt, die machen das morgens, um natürlich Dress for Success, ne, für einen Beruf und so. Aber ich hätte morgens gar keinen Bock dazu, weil da bin ich halb tot. Wie eklig bist du? Genau, ich wollte gerade sagen, also da ich ja meine Haare nie wasche, also höchstens die man sonst nicht sieht, passt ja dann ganz gut die Frage drunter, wie eklig bist du? Und dann gibt es sofort die passende Frage, soll ich morgens oder abends duschen? Wie nerdig bist du? Ja, das ist auch ein Quiz. Komm, eine Sache gucke ich noch. Bist du eine Sexcheckerin? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Hast du das Zeug zur Dschungelkönigin? Ja, sicher. Wie viel Stalker steckt in dir? Ja, wahrscheinlich viel. Welcher Freundin-Typ. Komm, ich guck mal bis Seite 13, das ist immer meine Glückszahl. Und dann passt natürlich das Thema, wie oft soll ich meine Haare waschen? Mhm. Welche Haarbürste passt zu dir? Das ist auch eine Frage, die stelle ich mir immer. Was deine Haarfarbe meinen Charakter? Weil ja, sie ist im Augenblick so dunkel wie meine Seele. Schnauze. Auch hier, ich bin ein Geheimnis. Da ist Abschlussball. Welche Frisur passt zu mir? Abschlusskleid, welches passt? Hast du das Zeug zum YouTube-Star? Ja, jetzt.
Komm, eine Seite gucke ich noch. Wie feministisch bin ich? Boah, wie fake bist du, Alter, das mache ich. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und welche Haarfarbe passt mir? Was deine Schlafposition verrät? Ja, ich bin Rechtsschläfer übrigens, falls das irgendjemand interessiert. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, keine Ahnung. Vielleicht habe ich sofort... Bin ich eine Hexe? Das ist auch eine Frage, die stelle ich mir dreimal vor. Hier haben wir schon meinen Hexennamen. Stimmt, da war mal was. Ja, kann ich mich noch dunkel erinnern. Dieses Bild ist derzeit nicht verfügbar übrigens. Zumindest bei das, mir. Das ist ein Test. Den machen noch 10.000 Weiber, ne? Hat er mich verdient? Oh. Ich dachte, die machen den Test, verarscht er mich. Ja, das machen die nicht so strunzdumm sind, die machen den anderen. Welcher Streittyp bin ich? Welcher Partytyp? Ach komm, jetzt guck ich bis 20 noch und dann geht's los, dann wird getestet. Wie erobere ich sein Herz? Wie naiv bist du? Bin ich treu? Ja, leider. Weiter. Wie eitel bist du? Leider auch, Schnauze. Wie ehrlich bist du? Der eine sagt so, der andere sagt so. Das ist geil. Musikquiz. Rap oder Schlager? Gar nichts davon. Ich bin ein Drecksmetaller. Etzala. So. Ich bin ein Haustier. Nein. So, bist du... Ach nee, bist du eine kleine Hexe? Gut, so wie ich dich kenne, würdest du sagen, ja, ich bin jetzt körperlich nicht riesig. Also... Warte mal, dann wollen wir nochmal. Glaubst du, dass es übersinnliche Phänomene wie Gedankenlesen, Hellsehen oder Magie wirklich gibt? Ich merke schon, es wird einer dieser Tests. Natürlich gibt es diese Dinge und eines Tages werden wir dafür auch eine wissenschaftliche Erklärung haben. Dann ist es kein Phänomen. Klugscheißer-Modus an. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber möglich wäre es schon. Eigentlich nicht, denn hinter den meisten Phänomenen stecken doch bloß Tricks. Lass ich auch mal so stehen. Ich weiß nicht nur, dass es sie gibt, sondern auch, dass sie funktionieren. Respekt. Respekt. Dicke Props und so. So. Ich bin mir sicher, aber möglich wäre es schon. Komm, sind wir mal ein bisschen Optimist. Es geht ums Hellsehen. Was? Du brauchst 5 exakt gleich große Streichholzschachteln. Hier legst du einen anderen Gegenstand. Lege die Schachteln vor dich hin, schließ die Augen, vermische die Schachteln. Öffne nun die Augen, versuche ohne die Schachtel zu berühren, zu erraten, welcher Gegenstand in welcher Schachtel ist. Hä? Sagen wir mal einfach mal, ich bin super und hab das geschafft, alle. Wachst du häufig kurz bevor der Wecker klingelt von alleine auf? Ja, ich kann mich auf fast meine Uhr verlassen. Das ist wohl wahr. Brauchst du Unterstützung von einer Freundin? Jetzt brauche ich dich halt. Finde heraus, ob du Talent zum Gedankenlesen hast, indem du deine Helferin bittest, ganz fest an eine Person zu denken, die ihr beide kennt. Konzentriere dich auf ihre Gedanken, kannst du die Person nennen? Kann ich? Kannst du das? Ich denke mal an irgendjemanden. Drachenlord. Falsch. Also nein, danke. Jetzt geht es um Gedankenübertragung. Auch dafür besorgst du eine Mitspielerin. Such euch 5 Gegenstände und wähle dir einen aus. Dieses Objekt stell dir in Gedanken vor und okay, ich stelle mir jetzt einen Gegenstand vor, den ich jetzt hier pass auf, ich mach mal Astro TV. Ich stelle mir jetzt mal einen Gegenstand vor, der jetzt auch vor meiner Nase ist. Warte, bevor du weitermachst, soll ich dann die, so oben in der Ecke dann in diesem Kasten derjenige machen, der da telefoniert? Wir haben es begriffen. Nein, aber ich wähle einen Gegenstand, der gerade vor meiner Nase ist. Der manchmal auch ein Eigenleben hat. Na, welches Objekt kann das sein? Denk genau nach, konzentrier dich, hör auf meine Worte. Oder frei nach Phil Collins. Heal, heal, in the name of Jesus, heal. Jesus, touch the screen. Get me $50 million by the weekend. Na, was für ein Objekt kann es denn sein? Hör mal. Ja gut, vor deiner Nase kann es entweder ein Mikrofon oder ein Monitor sein. Ja, ich würde jetzt, Antwort 2 finde ich nicht gut. Was? Also, ich sag mal, das erste gilt, das ist ein Mikrofon, ja, das hat funktioniert. Okay. Auf welchem Berg findet alljährlich die Nacht zum ersten Mal die weltberühmte Walpurgisnacht hast? Das ist doch bei dir in der Ecke, ne? Ist das nicht? Dann ist das im Brocken ist das, ne? Brocken, Feldberg. Nee, ach, Zugspitze ist Sinn. Zugspitze ist Blödsinn, weil die ganzen alten Weiber würden sich den Tod holen. Ja, da kommt keiner hin. So, auf dem Brocken.
Auf dem Brocken ist das. Feldberg im Schwarzwald. Oh, das ist ja Brocken, oder nicht? Welcher Himmelskörper ist für das Wirken einer Hexe besonders wichtig? Achtung! DSA-Meister. Pass auf. Ich möchte kurz einfach mal sagen, jetzt pass auf, jetzt kommt. Jetzt bin ich gespannt. Also, pass auf. Es geht ja um das Wirken. Und das Wirken machst du nicht von den äußeren Planeten des Zodiacs abhängig. Das heißt, damit ist Venus schon mal raus. Mhm. Sonne passt nicht, weil du wirkst ja im Schatten. Also ist es der Mond. Toller Trick, ne? Ja, ich wäre ganz anders auf die Antwort gekommen. Gerne. Ich habe einfach nur an den Vorspann von der alten Serie gedacht, verliebt in eine Hexe. Ein Klassiker. Absolut. Habe ich übrigens, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein großer Fan von. Ich habe tatsächlich alle Staffeln. Ich habe mir sogar die Folgen damals angeguckt, die bis heute nicht synchronisiert sind, die urenglischen. War so übrigens böser übrigens, ganz lustig. Das war so ungefähr wie die erste Staffel von Genie, die war ja auch ein bisschen härter mit ihrem Meister. War die genauso. Das heißt, wenn er die irgendwie doof angeguckt hat, war eine blöde Idee. Eine blöde Idee. Vor allem, wenn dann die Schwester noch da war. Ja, die gab es am Anfang noch nicht. Aber ja, die kam ja später, ja. Ja. Aber sie konnte das auch. Also lass dir. Ja. Kann man auch mal in Anführungszeichen, die hat ihn irgendwo so in so einem Zimmer mal erstmal eingesperrt zur Begrüßung. Irgendwie, dann waren die Schlösser weg oder so. Also. Ja, was lernen wir daraus? Wenn du irgendwo von einer Mondmission mitten im Meer landest und so eine Flasche siehst, schmeiße weg. Hast du denn, wo wir gerade bei Genie sind, hast du denn mal die ersten Folgen gesehen, die noch in Schwarz-Weiß waren? Oh, schon die, hat den tatsächlich in irgendwelchen Folgen ohne Scheiß in Ketten gelegt. Da dachte ich mir, yo, das würde ein echter Jin machen. Wobei es mich dann wieder wundert, dass es in öffentlich-rechtlichen Fernsehen damals lief. Ja, es war ja auch Kult. Aber ich meine, Menschen in Ketten, Zensur, 60er Jahre, ich weiß nicht. Ja, da war man noch liberal, hallo. So, weißt du, was Krafttiere sind? Ja, die sind doch von Kraft hier. Ja. Grüße an Hannelore. Ah, politische Witze. Spirituelle Begleiter, die Rat und Schutz suchen, das sind große, mächtige Tiere, also Bären. Nein, nennt man Arbeitstiere wie Brauer. Nein. Spirituelle Begleiter in DSA, Rollenspielerkreisen, auch Vertraute genannt. Was ich alles gelernt habe über die Jahre. Das ist eine Frage, die stellt man mir auch jeden Tag. Welcher Stein soll die Fähigkeit besitzen, Liebeskummer zu heilen? Soll ich mal wieder Ausschlussverfahren, wie bei Günther Jauch? Mach mal. Ich glaube, Amethyst war für irgendwas anderes, habe ich mal irgendwann. Rosenquarz glaube ich nicht. Komm, Granat. Von der Farbe. Und wie wäre ich jetzt wieder auf die Antwort gekommen? Ich würde einfach den schwersten Stein nehmen, auf die Ex schmeißen. Ziegel. Felsbrocken. Warum sollte meine Anwendung bei mir einmal einen Schutzkreis um sie ziehen? Ich weiß nicht, macht ihr das? Keine Ahnung. Ist das noch in? Ist das noch, Achtung, Witzbold, on vogue? Inzwischen ist das jeder im eigenen Wohnzimmer mit einer 3D-Brille. Also das hat sich auch erübrigt. Mit einer PS4 Pro, richtig. Damit einen beim Zaubern keiner stören kann, um sich vor schlechten Energien zu schützen. Keine Ahnung, davon habe ich noch nie gehört. Das kann eigentlich jetzt nur... vermutlich, ich sage jetzt mal, stören. Welcher Stern... Oh, geil. Das kann ich ja jetzt beantworten. Welcher Sternzeichengruppe gehörst du an? Feuer, Erde, Luft, Wasser. Wobei immer noch die Frage ist, was haben wir im Wasser zu suchen? Aber gut, ist egal. Welche Zeitperiode interessiert dich am meisten? Die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft? Jetzt, das interessiert dich, ne? Total. Ja, alle. Alle drei zusammen. Fertig. Welches Verhältnis hast du zur Natur? Ich hoffe, ein gutes. Naja, manchmal bin ich ganz gerne draußen in der Frische. Die Natur ist mir heilig. Ich liebe Bäume, Blumen, Tiere und Steine. Ich stehe eindeutig mehr auf Disco-Touren als auf Waldspaziergänge. Das ist mit Sicherheit die Top-Antwort. Mhm. Die Natur ist für uns alle mega wie. Boah, das ist so die Alte im Frotte-Mantel. Natur ist für uns mega wichtig und deshalb engagiere ich mich auch verschiedenen Umweltaktivitäten. Das macht der Dieter bestimmt nicht. Nee. So, die Natur ist mir heilig. Komm, save the planet. Spürst du den Vollmond? Ja, und ich finde ihn scheiße. Ja, in Vormundigen bin ich immer total kribbelig und aufgekratzt. Ich denke schon, denn in Vormundigen habe ich meist nicht besonders gut. Und träume ich oft sehr viel intensiver. Was soll man denn da spüren?
Aufgekratzt bin ich nicht. Obwohl doch. Doch, bin ich morgens meistens stinkig. Sollte man mir morgens aus dem Weg gehen, aber gut, es sollte man mir morgens meistens immer aus dem Weg gehen, aber so, was bin ich denn? Ich finde nur interessant, übrigens muss ich noch anmerken, dass es die Frage 15 von 14 ist bei mir. Siehst du, das ist Magie. Genau. Und Magie gibt's auch im Real. Uah. Entschuldigung. Aber du kannst auch gerne Knorr kaufen. Vor allem wegen dem leckeren Zusatzsalz und dem leckeren Zusatzzucker. Ja. So, was haben wir denn? Von wegen, kleine Hexe, du bist sogar eine richtige Hexenmeisterin. Ich habe mal gelernt, Achtung, Nerdwitzen, dass dieser Begriff eigentlich nicht existiert. Es gibt ja auch keine männliche Form von Hexe, gibt es ja eigentlich auch nicht. Aber Hexenmeisterin ist so ungefähr der Worst Case, wie man eine bezeichnen könnte, wenn es eine echte wäre. Aber, hallo, ich bin ja hier nur beim Mädchenquiz. Du kennst dich besten mit dem Hexeneimer 1 aus. Kenn ich? Scheint so. Warum mache ich daraus nichts? Mach doch YouTube-Kanal auf. Venom-Wicker, ja, natürlich. Du kennst dich besten mit dem Hexeneimer aus und bist sehr naturverbunden und fühlst dich vermutlich du führst vermutlich regelmäßig magische Rituale durch? What? So Notschlachtungen und so. WTF? Hallo? Was weiß ich? Ich meine, vielleicht will ich euch das nur nicht sagen. Aber ich bin ein wenig überrascht. Auf andere wirkst du aufgrund deiner Fantasie und deines Hanges zu allem Mystischen. Meist sehr geheimnisvoll. Ich hoffe, das kannst du jetzt beantworten und sagst, natürlich ist er das. Man merkt meine Zurückhaltung. Wenn ich was Falsches sage, wird er mich verzaubert und dann sehe ich aus wie ein kleiner Frosch. Oder vielleicht noch was anderes. Dann bin ich vielleicht der Sprite bei Frogger geworden. Aber auf dem Videobug. Mit den zwei Screens. Oh, ist das Nerd-Gags. Nicht auf irgendeinem LCD-Spiel oder sowas? Oh, genau. Du bist die Frogger-Version auf dem Tiger Gamecom oder was? Aber dank deiner starken Persönlichkeit hast du auf andere Gräuen großen Einfluss. Übe deine Macht behutsam aus. Geh vorsichtig und verantwortlich damit um, denn du weißt ja, alles, was du aussendest, kehrt um ein Vielfaches zu dir zurück. Ich glaube, das war in der Charmed-Serie, glaube ich, auch der dumme Spruch, glaube ich. Habt ihr schön kopiert. Ich kann sagen, das funktioniert nicht. Das stimmt überhaupt nicht, dieser Satz. Ich habe schon sehr viel Geld verteilt, aber ich habe es nicht mehrfach zurückgekriegt. Dann hast du es einfach falsch eingewendet. Du hast es nicht zum Wohle angewendet, sondern nur zum persönlichen Nutzen. Und personal gain is evil. Doch, ich habe es doch zum Wohle. Ich habe es doch zum Wohle ausgegeben. So, komm. Ich war mir sehr wohl darüber bewusst, dass ich es gemacht habe. Gut, pass auf. Dann retten wir jetzt eben das Niveau mit. Das geht ja schnell bestimmt. Welche Haarfarbe passt zu mir? Dann lass mich mal kurz die Haarfarbe suchen. Genau. Da steht ist so eine rothaarige drauf. Ja, habe ich gefunden. So ein 7 of 9 in Rot. Sieht ein bisschen aus wie die, wie heißt die? Lisa Loft? Oder Lara Loft? Lara Loft heißt die, genau. Lara Loft heißt die. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Genau, ich glaube, die glaube ich immer in so einem Grund-Video gesehen. Ich kenne die, glaube ich, tatsächlich meistens aber wirklich nur von der Stimme. Glaube ich, aber ich glaube, das machen. Genau, die war ja öfter bei Rocket Beans zu sehen. Okay, welche Augenfarbe hast du? Das können wir schnell machen. Blau. Und ich nicht nur die Augenfarbe, auch mein Blut ist blau. Und dann kommt nochmal, welche Augenfarbe hast du? Es ist immer noch blau. Das ist jetzt, Moment, da muss man unterscheiden. Augenfarbe vor und nach der Schlägerei. Was für ein Hauttyp bist du? Was ist denn Hauttyp Olive, bitte? Das sind diese traditionellen türkischen Kämpfer, die dann in Olivenöl baden und dann halt entsprechend dann. Du bietest mir gerade einen guten Gag an, also sprich, das sind Wrestler, ne? Ja, genau. Eingeölt und. Mhm. So, also, welch für ein Hauttyp bist du? Mittel. Das ist so Model Rick Martell-mäßig. So, Mittel. Bekommst du leicht einen Sonnenbrand? Das machen wir schnell. Nein. Würdest du dir die Haare auch mal ganz bunt färben? Böse Menschen sagen, das hätte ich schon getan. Ja, dann bleibt auch nur eine Ja-Antwort übrig. Das ist toll. Was ist deine größte Schwäche? Dieser Test. Nein. Ich bin vielleicht zu neutral. Wie ist man denn bitte sehr zu neutral? Ist man dann die Schweiz oder was?
Ja, da ist man doch der Klingone aus der Erde. Ich brauche zu viel Aufmerksamkeit. Ich kann mich manchmal nicht so akzeptieren, wie ich bin. Ich bin zu emotional. Eigentlich ist das etwas, damit könntest du mich jetzt in die Pfanne hauen. Brauche ich zu viel Aufmerksamkeit? Bin ich zu emotional? Oder kann ich mich selber nicht akzeptieren? Also ich glaube, neutral können wir rauslassen. Also ich würde sagen, die Schweiz bist du nicht, du bist auch kein Klingone, weil sonst hättest du mich schon den Buckler hier geschlagen. Emotional. Also du sprühst nicht immer so vor Freude, wenn du mich siehst, sagen wir es mal so. Ah, das kommt noch. Das ist also das Introvertierte in dir, was so rauskommt. Ich bin ja eigentlich so einer dieser stillen Stars. Brauchst du viel Aufmerksamkeit? Gut, jeder YouTuber will Aufmerksamkeit erregen. Na, was willst du sagen? Aufmerksamkeit oder emotional? Also, ja, Ja, akzeptieren. also ich würde mal, du akzeptierst dich so, wie du bist, das auf jeden Fall. Du bist nicht zu neutral. Das habe ich schon bei dem Valomat-Test gesehen, der jetzt wahrscheinlich dann gelaufen sein wird, wenn ihr euch das anschaut. Ja. Und ja, ist schwer zu sagen, das ist so 50-50 vielleicht. Zu was tendierst du denn? Also ich bin eigentlich, Wenn es jetzt zu neutral ist. ich könnte jetzt jemanden grüßen, der mir kurzzeitig die Rolle verpasst hat des Star Quarterbacks. Das passt mir eigentlich überhaupt nicht. Also ich würde sagen, emotional kommen. Obwohl ich zu emotional bin, eigentlich auch nicht. Also nur damit ihr das wisst, liebe Frauen da draußen und auch liebe Männer, die das hier hören, Temperament ist nichts Schlechtes. Guckt euch die Schnarchnasen an, wo das Leben an den Augen vorbeizieht. So möchte man nicht enden. Ja. So, welche Farben trägst du gern? Beige, viel Farbe, blau. Ich darf ja keine Farbe mehr. Viel Farbe, blau und grün, rot und gelb. Rot und gelb tut mir schon in den Augen weh. Blau und grün ist auch so. Also, ist das was für Farbenblinde? Gut, Also. rot und gelb, da bist du ein Galatasaray-Fan auf jeden Fall. Ja, blau und grün, was bist du dann? Was ist das denn? Haben wir auch einen Verein, der das passt? Nee, aber da war es wieder eine Schlägerei drin. Also, machen wir das auch wieder schnell. Da nehmen wir viel Farbe. Aber im Prinzip sind das hier eigentlich Aufstellungen. Ich mache mal einen alten Witz von meinem, jetzt ohne Witz, von meinem alten Rallye-Lehrer auf Gymnasiumsseite. Der hatte mal so ein, da lief einer mal so, der wollte zu irgendeinem Vorstellungsgespräch, der lief da so wie kunterbunt rum. Und da sagte der, ja, im Vorstellungsgespräch hatte der tatsächlich, und das fand ich lustig, wo haben sie denn ihr Vorstellungsgespräch bei Toys R Us? Ich musste lachen. So, viel Farbe. Wie stellst du dir den perfekten Tag vor? Was auch immer das mit meiner Frisur zu tun hat. Viel Action, einen ruhigen Tag mit einem guten Film, ein langer Spaziergang, also sicherlich nicht, wo ich meine Gedanken streifen lassen kann, irgendwas mit Freunden. Komm, viel Action. Komm, hau rein. Die haben wir ja. Was sind dein Lieblingsgenre bei Büchern, Filmen? Liebesgeschichten, Abenteuer, Fantasy, Freundschaft? Was ist denn das Genre Freundschaft? Aber gut. Ja, Sally? Abenteuer oder Fantasy? Im Augenblick würde ich sagen, ist es eher Fantasy. Ich quäle mich gerade durch das Lied von Eis und Feuer. Und ich kann euch schon sagen, ich habe jetzt schon mehr über den Norden erfahren, als ich wahrscheinlich in, wenn die noch 20 Staffeln Game of Thrones machen. Und du würdest auch nicht mehr erfahren, wenn du tatsächlich dahin gehen würdest. Was würdest du machen, wenn deine Haare plötzlich nicht mehr zu deinen Klamotten passen würden? Shopping, das ist die richtige Antwort. Haarfarbe ändern, trotzdem kombinieren. Ich rede mit meiner ABF, aktuell besten Freundin, oder was ist das? Oder allerbesten Freundin? Ja, könnte sein. Das muss mir einer übersetzen. Also ist das BFF in Deutsch, oder was? So, und dann beraten wir, was weg muss. Nein, nein, da bin ich girly, Shopping. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was ist dein Lieblingstier? Pferd, Hund, Katze, Vogel? In dem Fall Hund. Welche Haarfarbe hattest du im Kindergarten? Strohblond, schwarz, rötlich blond, braun. In Anmangelung der richtigen Farbe. Es wäre nämlich beschissen dunkelblond. Ja, nehme ich hier mal braun. Dann nehmen wir mal braun. Färbst du dir die Haare selbst? Nein, das macht meine Friseurin. Ab und zu schon, ist total einfach. Habe ich noch nie gemacht. Ja, immer. Nein, das macht der Profi bei mir. Das ist auch besser so. Das sieht im Endeffekt besser aus, ja. Ja, und wenn ich Farbkonstellationen mache, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt schon anfange, meine eigenen Farben noch zusammenzurühren, dann kann eine Menge schief gehen. Wenn du so Avocado und Kaktuscreme zusammen mischst, gut, wird auch grün. So, wie viel Zeit verbringst du in der Haarpflege? Sehr viel. Ich bürste sie und mache mir dann zum Zopf. Dann ist
Okay, dann ist aber auch schon festgelegt, was du für eine Haarfrisur hast, du blöde Nuss. Für besondere Anlässe am Tag weniger. Wasche ich mir halt und gut ist. Ich würde jetzt sagen, für besondere Anlässe, komm. Gar nicht, wär gelogen. Wie trägst du deine Haare meistens? Gut, ich habe da nicht viel Alternativen. Lang und offen, kurz und gestylt, egal, gefällt mir alles. Ich mag es außergewöhnlich. Nein, dann ist es kurz und gestylt, glaube ich. Ja, also ich glaube, dass das am besten zutrifft in dem Fall. Wie würdest du dich selbst einschätzen? Natürlich, selbstbewusst auffallen, klassisch. Klassisch, Strich. auffallen, ne, muss... Natürlich? Also musst... Wie fühle ich mich? Also auffallen ist, würde ich jetzt sagen, ist in dem Fall dekadent. Das können wir auch rausschmeißen. So, natürlich ist ja eigentlich nichts Besonderes. Was ist jetzt... Jetzt entscheide du mal, natürlich oder selbstbewusst. Wann haben wir uns das letzte Mal getroffen? Ist schon länger her, glaube ich. Da war es, glaube ich, natürlich. Okay, gut. Ah, oh, bub. So, 17 von 16. Genau, Frage 17 von 16. Gut gezählt. Wie würdest du deinen Style beschreiben? Klassisch, exotisch, glamourös, sportlich. Wenn ich das frei wählen darf, ist es sportlich. Wobei ich jetzt hier doch eine Sache einhaken muss, bevor du die Lösung verrätst. Ja. Also hier, 17 von 16, das trägt wieder zu diesem Klischee bei, dass Mädchen in Mathematik schlechter sind als Jungs. Wobei das ja bei Schulnoten angeblich nicht der Fall ist. Das liegt vielleicht daran, dass in den Fächern meistens das Lehrer sind. Aber gut. So, also, das Ergebnis siehst du auch, ne? Blond. Ja. Was nicht so gut ankam, kann ich sagen. Versuch's doch mal mit blond. Du bist selbstbewusst, kannst aber auch manchmal etwas zickig sein. Wo habe ich das denn beantwortet? Auf jeden Fall weißt du genau, was du willst. Blond kann das genau widerspiegeln. Ist das nicht in dem Fall? Ist das nicht? Ich diskutiere gerade mit mir. Widerspiegeln? Wäre das nicht jetzt die IE-Variante? Naja, egal. Egal. Und es fällt auf jeden Fall auf, du weißt ja, das Sprichwort heißt Blondes have more fun. Kann ich teilweise bestätigen, ja. Wunderschöne verschiedene Blonden. Gibt es da und da, ist mir egal. So, braun würde sein, rot. Schwarz nur 13%. Ja, das wundert mich. Das ist seltsam. Seltsam. Wobei die Schwarzhaarige hat vulkanische Augenbrauen. Ja. Hallo. Mhm. So, jetzt kommt extra für dich... Voll ihre Schwester, oder? Jetzt kommt extra ein Test, den wolltest du immer schon machen. Wie fake bist du? Wie fake bin ich? Ich bin immer fake. Moment, ich bin gerade bei Fels auf den Falschen rein. Ich muss erstmal wieder den Fake suchen. Ja, sonst können wir... Warte mal, das habe ich, glaube ich, auch noch. Das können wir ja machen. Komm. Ich hab's gefunden, Sonst, wir können auch auf den Falschen reinfallen eben. Dann falsch mal auf den Fallen rein und dann faken wir uns mal. Genau, was findest du abturnend bei Jungs? Rasierwasser, rosa Hemd, Solarium-Ton. What? Also ich muss schon gestehen, wenn so meine Kollegen vor mir stehen und die dann 20 Flaschen Rasierwasser in der Früh über Kaum. Sich gesprüht haben. Dann hast du mich überzeugt. Das ist schon übel. Hast du mich überzeugt. Und dann kommt das gleich nochmal. Dann bleibt es dabei. Ja, wir haben unsere Meinung nicht geändert. Das worauf heißt, stehst du besonders? Worauf stehst du besonders? Sein Lächeln, seinen Duft, seine Frisur. Ja gut, man sollte sich riechen können, daher kommt das ja. Sind wir schon wieder beim Rasierwasser von gerade. Aber eben. Das wäre ja jetzt ein Widerspruch, also natürlich das charmante Lächeln. Ja, und die schönen, nicht vorhandenen Zähne dahinter. Was muss dein Traumwort vor allem können? Küssen, mich überraschen, mich verwöhnen. Geld haben. Mich überraschen kann ganz böse nach hinten losgehen, wer mich näher kennt, deswegen mich verwöhnen. Das ist auch eine Frage. Was sollte er beim ersten Date bloß nicht sagen? Keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Was meinst du? Ich habe keinen Bock auf diesen Club, da ist die Musik immer so laut. Das wäre sicherlich ein schöner Spruch. Gehen wir in den Club, wo die Musik immer so schön laut ist. Klar. Ja, also genau das Entgegengesetzte, wo die Musik laut ist. Alter Spruch, ist es zu laut, bist du zu alt. So, Schnauze. Wie kam, auch eine Frage, wie kam dein letzter Ex-Freund bei deinen Lieben an? Er war der Wunschschwiegersohn meiner Mutter. Meine Freundin fand ihn ganz cool. Ich glaube, das war tatsächlich die Wunschschwiegertochter.
wenn ich das nur richtig weiß, was man im Nachhinein nicht nachvollziehen kann, was auch gut so ist. Also Antwort A. Wollen die Jungs gleich beim ersten Date an die Wäsche? Das wollen sie immer. Die Jungs immer natürlich. Ich freue mich schon, wenn ich mal irgendwann Vater bin, dann bringen die den erstmal direkt um. Moment, ich würde aber an deiner Stelle vorher einen Vaterschaftstest verlangen. Das kommt noch an, wie das Ergebnis aussieht. Weil du kannst danach dann immer noch agieren. So, ja klar, warum auch nicht? Nein, dafür sind sie viel zu schüchtern. Das hängt von der Situation ab. In dem Fall, das hängt von der Situation ab. Ich möchte ja auch nicht die Quotenschlampe hier sein. Und nicht unbedingt jeden in der U-Bahn hier anfassen. Also bitte. Hallo, das kann auch mal sehr erotisch sein. Gehört Streit für dich zu einer Beziehung dazu? Ja klar, ohne Streit und Konflikte geht es nicht. Nein, die Beziehung ist nur dann perfekt, wenn alles harmonisch läuft, da kannst du träumen von. Würde schon gern streiten, aber ich habe Angst, dass wir uns dann nicht mehr versöhnen. Dann ist die Beziehung scheiße, also Streit gehört dazu. Da sollte man sich auch ganz schnell dran gewöhnen. Schmetterlinge, rosa-rote Brille. Wie schnell lässt du dich auf eine feste Beziehung ein? Bei mir geht das meistens sehr schnell. Wenn ich verliebt bin, will ich es auch zeigen. Ich lasse mir da meistens Zeit. Ich will erst besser kennenlernen, bevor ich ihm vertraue. Kommt immer auf die Typen an. Wenn die wollen, bin ich dabei. Dann ist es keine feste Beziehung. Dann würde ich sagen Mitte. Selbstständigkeit. Mitte nehmen wir. Wenn du und dein Schatz zusammen unterwegs seid, schaut er häufig anderen Mädchen nach. Das will ich nie hoffen für seine Gesundheit. Nein, er hat nur Augen für mich. Das ist doch. Geht ja. Wovor hast du am meisten Angst in der Beziehung? Dass er mich verlässt, dass wir uns langweilen, dass meine Freunde ihn nicht mögen. Ja. Komm, Verlassungsangst, wobei das Blödsinn ist. Hatte dein Freund von dir schon viele Freundinnen? Er hat schon ziemlich viele Erfahrungen gesammelt. Nein, ich bin eine seiner ersten Freundinnen. Naja, ein paar waren es schon, ähnlich wie bei mir. Dann würde ich sagen, ist es Antwort 3. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich. So relativ neutral dann. Wenn du Single bist, wie sehr suchst du nach einem Freund? Gar nicht. Ich genieße es, wenn ich allein bin. Ich halte die Augen offen, aber ich suche nicht. Irgendwann wird es schon kommen. Ich bin ungern alleine und gerne verliebt. Deswegen bin ich immer auf Jungsfang. Das endet meistens nicht gut. Also auf Augen offen halten, es passt. So. Welcher Junge geht dir nicht aus dem Sinn? Der mir gerade so süß getrieben hat. Oh, süß. Der mich unbedingt seinen Eltern vorstellen will. Da hätte ich Angst vor. Der auf meine letzten 10 Nachrichten nicht geantwortet hat. Natürlich. Natürlich. Also, gerade geschrieben hat. Bumm. So, wenn ihr das sagen würdet, für welchen würdest du dich entscheiden? K1, steht der denn auf Frauen? Ha, kleiner Insider. Zac Efron, Justin Bieber. Dann muss es Zac Efron sein. Mein Gott. Also, das ist doch keine Alternative. Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr euch doch mal gezofft habt? Ich bin sicher, dass ihr noch eine Entschuldigungsnachricht schickt, sonst können wir beide nicht schlafen. Ich schicke ihm noch eine, denn sonst kann ich nicht schlafen. Ich glaube, da bin ich der aktivere Part, aber es liegt ja auch vielleicht daran, dass ich der Kerl bin. der Aufregende. Vielleicht hast du dir schon die Finger verbrannt. So recht traust du dich jedenfalls nicht an die Jungs mit den schlechten So recht traust du dich jedenfalls nicht ran an die Jungs mit dem schlechtesten Ruf, aber auch mit dem hinreißendsten Grinsen. No risk, no fun. Also träum heimlich weiter von ihm oder lass dich auf ihn ein. What? Was will uns dieses Ergebnis sagen? Ja, nix. Genau. Das können wir schnell machen. Nix. Nächstes. Dann hätten wir noch als die Option, welcher Typ macht dich wirklich glücklich, aber das hatten wir jetzt eigentlich, das können wir rausschmeißen. So, wie reif bin ich? Oder willst du erst wie fake? Ja, ich habe den Fake gerade offen, den können wir dann schnell machen. Machen wir den Fake. So, dem coolsten Mädchen in der Schule hast du ein Kleid nachgekauft. Das ist doch eigentlich schon ein Fashion-Fauxpas. Das ist doch eigentlich schon Krieg für die nächsten 20 Jahre, oder? Das ist so, als würde man auf eine sehr elegante Party eingeladen werden, also in dem Fall Frau. Und dann geht man da rein und da stehen so 20 andere Frauen, die genau dasselbe Kleid anhaben. Das geht doch eigentlich nicht. Vor allem, das Kleid kombiniert hervorragend zum Wandteppich. Tja, wir haben beide wohl denselben Geschmack. Du sahst darin so gut aus, ich musste es einfach kaufen. Was für ein Zufall, das habe ich schon lange. Ja, ich hätte ein...
Kleine Zickenantwort. Eigentlich hätte ich jetzt so einen Satz erwartet, irgendwie, mir steht das. Also es ist so, das wäre so meine Variante. Also, die gute Dame oder ihr in dem Fall jetzt, sollen wir das ja sein, wir haben das ja nicht ohne Grund gemacht. Gut, dann machen wir halt denselben Geschmack. So. Ja, yeah, schon wieder das Gleiche. Schock. Bis morgen muss ein 2-Seiten-Aufsatz fertig sein. Und du hast es vergessen. Du. 2 Seiten, also bitte. Das ist doch nix. Du schaust ganz schnell im Netz und wirst fündig, ausdrucken fertig. Quälst dich bis spät in die Nacht durch den Text. Schlammst schnell 2 Seiten, nächstes Mal wird's besser. Das letzte könnte tatsächlich von meiner Schulzeit stammen. Ja, also ich nehme auch das letzte. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da ich ja jetzt, wie schon gesagt, jetzt nicht so auch schrifttechnisch unbegabt bin, also das könnte ich wirklich so hinrotzen, aber... Was denkst du, was Jungs am besten gefällt? Ein hübsches Gesicht, Natürlichkeit ist Trumpf, ein perfektes Make-up. Jetzt antworte ich mal als Kerl, das Make-up ist mir so egal. Ja, absolut. Gut, wir wissen ja natürlich, die Männer schauen woanders hin. Aber gut, dann ist es natürlich, Natürlichkeit ist Trump. Natürlichkeit nehmen wir natürlich. Das heißt auch so eine künstliche Matte auf dem Kopf? Der hat keinen Pfiffi, der hatte immer schon diese Haare. Der hat auch den Test gemacht, deswegen blond. Deine Freundin fragt dich freudestrahlend, wie du ihr neues Kleid findest. Du findest es zum Kotzen. Du sagst, gut, das ist deine Freundin. Das ist nicht so mein Fall. Wow, das steht dir gut. Ja, das dritte. Sieht ganz nett aus, aber eine andere Farbe würde dir besser stehen. Das ist neutral. Lügen und ohne zu verletzen, das ist gut. Genau. Wie würdest du deinen Klamottenstil beschreiben? Ich bin das totale Fashion-Victim. Ich habe meinen ganz eigenen Stil. Einige Trends mache ich mit, einige nicht. Ganz eigener Stil ist entgegen jedem Trend. Also ist es Antwort 3. Trends ja, aber nicht alle. Würdest du jemals ungeschminkt aus dem Haus gehen? Na klar, kommt drauf an. Auf keinen Fall natürlich. Hallo? Also da kenne ich jetzt natürlich die Antwort, die meine Nachbarin bringen würde. Auf keinen Fall. Die geht selbst zur Mülltonne stark geschminkt. Ja, das ist ja auch normal. Jemand duscht auch stark geschminkt und schläft stark geschminkt. Ich habe sie noch nie ungeschminkt gesehen. Ja gut, es gibt ja auch Perma-Make-up. Dann hast du die Frage eh nicht. Das ist sowieso auch, liebe Mädels da draußen, ich weiß, das ist auch wieder eine Überwindung, aber ich hätte da keinen Bock drauf, jeden Tag die gleiche Scheiße zu machen. Einmal drauf und zack, dann ist das eine Woche oder wie lange das hält, gut ist. Aber gut. Was sagst du, wenn du ein Geschenk bekommst, das dir überhaupt nicht gefällt? Danke, echt nett von dir. Sorry, aber könnte man das umtauschen? Hammer, das ist perfekt. Nein, dann sagt man natürlich danke, fertig. Danke, solche Geschenke eignen sich hervorragend zum Weiterverschenken. Richtig, zum Horrorwichteln. du musst unbedingt deine Noten verbessern. Womit kommst du weiter? Ich bringe meinem Lehrer selbstgemachte Muffins mit. Ich versuche durch fachkundige Kommentare zu kommen. Lernen, lernen, nochmals lernen. Nein, fachkundige Kommentare. Mhm. Fertig. Nennt mal klugscheißen. In einer Mädelsrunde werden Erfahrungen mit Jungs ausgetauscht. Du hast nichts zu berichten und bleibst lieber still. Berichtest ausführlich aus deinem Erfahrungsschatz. Das kommt auch nie gut. Dichtest ein bisschen dazu. Macht doch jeder. Der Kerl übertreibt, wenn er sagt, ja, und ich habe mit ihr 5 Stunden lang und gut, ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil sonst haben wir wieder Werberecht. Ja gut, wenn der Film so lang war. Moment. Also du hast einerseits du sagst einerseits nichts, dann ausführlich und dann auch ausgeschmückt. Was ist das denn für Alternativen? Komm. Bist Jungfrau, bist halbe Jungfrau oder bist keine Jungfrau? So, komm, machen wir ausführlich, komm. Bist du mit deiner Haarfarbe zufrieden? Ja, ich würde nie was ändern wollen. Ja, eine Tönung würde ich schon machen. Nein, die sind gefärbt. Ja, aber man kann doch trotzdem mit der aktuellen gefärbten Haarfarbe zufrieden. Okay, ja. Dann muss ich ja tatsächlich Nein machen. Dann müsste man aber auch die Frage anders formulieren. Bist du mit deiner natürlichen Haarfarbe zufrieden? Richtig. Der süße Typ in deiner Klasse ist der totale Fan einer bestimmten Fußballmannschaft. Was tust du? Ich frage ihn, ob er mir die Abseitsregel erklären kann. Dann würde er denken, ich verarsche ihn. Ich versuche ab und zu mal einen Fachkommentar abzugeben. Ich kaufe mir das Trikot der Mannschaft. Natürlich kaufe ich mir das Trikot der Mannschaft. Hallo. Natürlich. Hand aufs Herz. Hast du dir schon mal irgendwo ein Fake-Profil angelegt?
Ehrlich gesagt, ja, schon, aber ich habe es nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Nein, das ist doch totaler Blödsinn, das haben wir alle. Natürlich haben wir es alle gemacht. Allein schon, um Blödsinn zu machen. Dein Schwamm kommt dich zu Hause besuchen. Du schämst dich ein bisschen für die Unordnung, reißt schnell den Justin Bieber-Poster an, lässt alles so, wie es ist. Das Justin Bieber-Poster muss weg. Zack. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Justin Bieber-Poster. Du könntest ein bisschen echter sein. Dein Motto, ein klein bisschen schummeln, hat noch keinem geschadet. In vielen Dingen bist du ehrlich, aber in bestimmten Situationen hilfst du auch ein bisschen nach. Im Grunde fährst du ganz gut mit deiner Art. Pass nur auf, dass du dich nicht zu sehr verstellst. Tja. Tja, was lernen wir daraus? Ja, nix. Also wie vorhin. Ja. So, wir hätten natürlich die Möglichkeit, also hast du das Zeug zum YouTube-Star, natürlich. Natürlich eine Alternative, die gut ist. Hast du das Zeug zur Dschungelkönigin? Will ich auf jeden Fall noch machen. Also. Nerd-Test. Der Horrorfilm-Test ist auch geil. Na ja gut, wie hoch das Zickenfaktor, das hatten wir schon mal woanders, das schmeiße ich jetzt mal raus. Das brauchen wir dann nicht. Das hatten wir auch schon mal. Da kamen ganz schlimme Sachen raus übrigens. Und ich bin doch so nett. Verstehst du die Jungs wirklich, schmeiße ich raus, das ist jetzt hinfällig. Die Jungs, versteht doch keiner. Ich will mit Jungs nichts mehr zu tun haben heute. So, der Emotionsquotient kann auch weg, das ist ein langweiliges Ding. Wie reif bist du wirklich? Schmeiß sie auf, weg, will ich gar nicht wissen. Wer wäre dein YouTuber-Boyfriend? Also ich hätte jetzt als nächstes, bist du ein gutes Vorbild? Gut, ich habe das nicht, weil ich weiß, dass ich kein Vorbild bin und vor allem kein gutes. Willst du mal suchen oder hast du schon irgendwas? Schick mal einen Link rüber, bitte. Ja. Dann gehen wir einfach mal hier gucken. Ja, Rimto ist, glaube ich, ein großer Fan mittlerweile von der Serie. So, bist du ein gutes Vorbild? Fragezeichen. Ja, ist ja eine Frage. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe von mir schon geredet. So, dann wollen wir mal gucken. So, dann fangen wir nochmal an. Fangen wir uns auf die nächsten 13 Fragen. Wahrscheinlich ist die erste sowieso wieder doppelt. Genau. Du bluffst deine beste Freundin an, weil sie dich 20 Minuten warten lässt. Würde ich nicht tun übrigens. Wie hältst du es mit der Pünktlichkeit? Ich bin pünktlich, wenn nichts dazwischen kommt. Ich verspäte mich nie mehr als 5 Minuten. Ich schaffe es fast nie pünktlich zu sein. Nein, ich bin scheißen pünktlich. Mhm. Da ist es schon wieder, genau, zack, nochmal weg. So, oh. In der Schule werden freiwillige Helfer für eine Charity-Aktion außerhalb der Unser. Meldest du dich? Ich bin doch nicht blöd. Hängt davon ab, wer sonst noch mitmacht. Klar, da bin ich dabei. Ich würde jetzt sagen, das ist das Realistische, hängt davon ab, wer da mitmacht. Mhm, genau. Die Ampel ist rot, kein Auto in Sicht. Ich gehe natürlich drüber, ich gehe nur, wenn keine Kinder neben mir stehen. Ich gehe grundsätzlich nicht, wenn rot ist. Ich gehe nur, wenn keine Kinder da stehen. Ja, man ist ja Vorbild. Wenigstens ein bisschen halt, ja. Du hast deine jüngere Schwester beim Rauchen erwischt. Du rauchst gleich mit. Gut, ich würde ganz ehrlich mal überraschen, dass ich jetzt eine jüngere Schwester habe. Das wäre meine erste Reaktion. Wo ist die? Kommt die her? Aber wie konnte das passieren? Genau, ich erzähle es meinen Eltern, dass wir jetzt hier eine jüngere Schwester haben. Ich verrate sie nicht, wenn sie schwört, damit aufzuhören. Mir egal, ich rauche doch selbst. Ich erzähle es meinen Eltern. Nein, ich verrate sie nicht. Das ist die Schwester, du dumme Nuss. Was hast du nach der Schule vor? Ich beginne ein Studium bzw. eine Ausbildung. Weiß noch nicht. Erstmal Pause machen. Ich werde mal Hartz IV. Das ist sicherlich ein tolles Vorbild. Also. Gut, ich denke, die Kombination aus Hartz IV und davor Hauptschule passt irgendwie. Ja, ja. So, komm. Machen wir das mal wieder ganz unbeliebt zu machen bei diversen Zielgruppen, die YouTube schauen. machen wir Studium. Und dann stehst du im vollen Bus für ältere Fahrgäste auf. Klar, das ist doch normal. Nö, warum gerade ich?
Ja, wenn sonst keiner aufsteht. Das Letztere ist meistens der Fall, aber ich. Ja, komm, dann lassen wir auch das Dritte. Also. Das ist übrigens auch so ein Phänomen. Ich bin ja nun auch mittlerweile ein alter Sack, sehe aber manchmal scheinbar nicht dafür aus. Dann haben mich schon Leute davon vom Sitz hochgeschleppt, wo ich dann dachte: Alter, wir können jetzt mal ein bisschen hier Passvergleich machen, du Spatz. Du bist jünger als ich. Du bist noch 15, also was soll der Scheiß? Bleib stehen. Picknick mit Freundinnen, kein Mülleimer in Sicht. Alle lassen ihren Müll liegen, du deinen nicht. Alle lassen ihren Müll liegen, du auch. Du animierst alle zum gemeinsamen Aufräumen. Das würde ich nie tun, aber ich lasse auch meinen Müll da nicht liegen. So. Du findest im Supermarkt eine Geldbörse. Was tust du? Reingucken? Nein. Ich hebe sie ungeöffnet an der Kasse ab. Ich gucke heimlich, ob Geld drin ist und lege sie wieder hin. Ich stecke sie ein und freue mich über den unverhofften Geldsegen. Das ist sicherlich vorteilhaft. So. Ein. Ich gebe sie ungeöffnet ab. Ich bin scheißen ehrlich manchmal. Einer Frau fällt der Einkaufskorb auf den Boden und die Sachen fliegen herum. Ich sprinte zu ihr und helfe, die Sachen aufzuhaben. Sowas passiert. Ich habe nichts damit zu tun. Ich frage, ob sie Hilfe braucht. Ich gucke erst, was hübsch ist, und wenn ja, dann gehe ich hin. Gut, ich frage gleich erstmal, weil ich habe schon Leute gehabt, denen nur, wenn du irgendwie geholfen hast, dann sind die schon aus der Haut gefahren. Ja, Du genau, da haben bekommst. sie dann schon die ganzen Hunde da auf dich gehetzt. Ja, genau. Du bekommst mit, wie ein Mädchen aus deiner Klassenstufe gemobbt wird. Ich erzähle einem Lehrer davon. Wahrscheinlich hat sie es verdient, genau. Ich schreite sofort eine, verteidige das Mädchen. Auch hier natürlich dein Spezialsatz kommt auf das Mädchen, aber. Hallo, man ist ja irgendwo Vorbild. Da kannst du Also auch schon. zuerst macht man, denkt man sich zwei, dann macht man doch eins. Du sollst bei deinen Nachbarn babysitten. Was machst du mit den Kindern? Ich schaue fern und spiele am Smartphone, während sie alleine spielen. Ich schaue einen Film mit ihnen an. Ich sitze den ganzen Abend bei ihnen und spiele mit ihnen. Das wirst du garantiert nicht tun. Das ist, ich schaue fern und bringe die Zeit hinter mir. Und du hast dir fest vorgenommen, heute Sport zu treiben, hast aber keine Lust. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Ich überwinde meinen inneren Schweinehund und lege direkt los. Ich jogge ein, zweimal um den Block. Das muss für heute reichen. Nee, komm. Es ist Antwort B. So, was kommt denn raus? Gerade richtig, alles im grünen Bereich. Du checkst intuitiv, wann Handeln angesagt ist, lässt aber auch mal eine Fünfe gerade sein. Du kommst mit der Schule klar, hast selten Stress zu Hause und deine Freundinnen wissen, was sie an dir haben. Wenn du nochmal was aus dem Ruder läuft, stehst du dazu. Sehr vorbildlich. Boah. Alter, kommt mir das Kotzen. Tja, was solche Tests wieder aus einem alles herausbringen. Was du über dich erfährst, ist schon wieder sehr beängstigend eigentlich. So, jetzt müssen wir einen Gegenpart machen. Ich schicke dir mal den Nerd-Test. Ja, genau. Ich hoffe jetzt, dass da jetzt rauskommt Nerd-Faktor über 9000. Aus einer Skala, die bis 15.000 geht, wahrscheinlich. Hand aufs Herz, wie lange bist du in deiner Freizeit am PC oder Handy? Weniger als eine Stunde wäre gelogen, mehr als eine Stunde. Mehr als 2 Stunden, ja sicher. Ja. YouTube-Stars. YouTube-Millionäre halt. Ja. Was machst du, wenn du nicht am PC oder Handy bist? Wie kann man nicht am PC sein und Handy surfen? Ich hänge meinen Freunden, meinem Schatz oder meiner Familie ab. Ich schaue TV. B. Wer guckt denn heute noch Fernsehen? Also. Der geneigte Hartz-IVler, der sich RTL anschaut. Ich glaube, der guckt auch schon über RTL Now im Internet. Was machst du hauptsächlich am Computer? Spiele zocken, chatten, Twitter, Facebook, Co. checken. Mädchen.de und andere Seiten, natürlich. Eigentlich fahre ich den Rechner nur hoch, wenn ich Hausaufgaben mache. Ja, sicher. Es ist Antwort 4. Sicher, Solche also. Scheiß-Tests machen wie diesen hier. So, Spiele checken, hast du nicht gesehen und fertig. Hast du eine Comicsammlung? Nicht mehr. Ich hatte mal eine. Ja, also ist jetzt tatsächlich nein, aber ich hatte tatsächlich mal eine. Nein. Ich hatte tatsächlich auch mal eine riesen Manga-Sammlung, kein Witz. Also, hatte ich tatsächlich. Was ist denn daraus passiert oder Ja, damit passiert? ich hab das vertickt. Ich habe das wirklich für richtig Asche vertickt, ja? Ah. Ja. Also, weil einerseits durch Platzgründe, andererseits muss man ganz ehrlich sagen, irgendwann verlierst du ja dann doch Themen und irgendwie. Und es gab tatsächlich auch heute noch, also gibt es heute teilweise noch Serien, die haben die bis heute nicht beendet. Da gibt es dann irgendwelche Bücher, da warte ich heute noch auf irgendwelche Sachen, weil da haben sie irgendwie nur noch die Bücher einmal im Jahr rausgebracht. Da hast du natürlich auch kein Interesse mehr dran.
Gibt es eine Perry Rhodan noch, die diese Serie? Ja, gibt die Originalserie noch, gibt eine Remake-Serie davon. Ja, ach, sicher. Da ein Reboot oder sowas? Ja, irgendwie so für Neueinsteiger. Also da kenne ich einen Kollegen, der ist da vollkommen hardcore. Also der. Ah, nicht nur du kennst da einen. Ja. Ist ja immer noch ein Phänomen. Verstehst du alle wissenschaftlichen Aussagen, Witze von Sheldon? Dazu müsste ich Big Bang Theory wesentlich öfter gucken, um den Gag zu verstehen jetzt hier. Also welche Chancen? Gut, Sheldon kenne ich, klar. Aber ja, komm, machen wir gleiche Wellenlänge. Obwohl ich wahrscheinlich damit Sicherheit Sachen sind, die ich auch nicht verstehe. Aber die anderen Möglichkeiten sind bescheuert. Kennst du den Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek? Wie gibt's da einen? Ist das nicht mehr oder weniger dasselbe? Natürlich, das sind meine Lieblingsfilme, auch wenn ich nicht alle Teile gleich gut finde. Ja, irgendwie schon. Musste die Filme mit meinem Freund ansehen. Was das ist schon wieder so aufgezwungen hier. Ja, also B. Blödsinn. Also was? nur noch mal für mich zur Erklärung. Star Wars ist das, wo dieser Spitzohrige ist, oder? Richtig, genau. Richtig. Ich warte schon auf die ganz bitterbösen Kommentare unter dir. Mit diesem Quirk. Ja, genau. Wie heißt USB ausgeschrieben? Universal Serial Bus, Utility Standard Bus. Ich weiß zwar nicht, was es ausgeschrieben wird. Ich habe aber einige USBs, die sind echt praktisch. So, das ist, ich blamier mich jetzt, ist doch der Universal Serial Bus, ne? Das andere macht keinen Sinn, also ja. Ja, ne? Ist da irgendwie. Der Buchstabe A ist im Binärcode. Binär was? Ich wusste das mal. Passt das denn? 01000001? Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt nicht beantworten. Da bräuchte man jetzt Sheldon, der wüsste das. Immerhin ist das ein Binärcode, aber. Ja, vor allem, wie schon hat Binärcode, stellen wir das A als Binärcode? Wir haben es eigentlich nur als Hexcode, ne? Aber ist egal. Komm, ich nehme also, A. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ist es, glaube ich, 65, was da steht. Ist jetzt auch egal. So. Wie gehen die ersten 5 Stellen nach dem Komma von der Zahl Pi? Ach, das weiß ich sogar. 5,9? Ja. Tatsächlich, ne? Mhm. Aber es ist böse formuliert mit 5,9 und 5,7. Da muss ich gerade ein bisschen doof gucken. Ja. Deine Freundinnen wollen spontan am Wochenende abends ausgehen. Du sagst, ich habe keine Zeit. Ich raide heute Abend mit meiner Ginde in WoW. Ja, sicher. Ja klar, wo gehen wir hin? Nein, danke, ich ziehe mir heute die komplette erste Staffel von, ja, das ist jetzt für Big Bang Theory, ja? TBBT, ja. Nein, da gehen wir natürlich hin. Hallo? Man kann auch WoW online zocken, auf dem Handy. Richtig, wenn es langweilig ist im Kino. Finde einen weiteren passenden Begriff zu diesen dreien. Rhein, Köln, Kostüme, Gamescom. Natürlich, weiter. Ihr wollt sicherlich, dass ich Gamescom sage, aber ich bin noch nicht blöd, also sage ich Karneval. Kleine Biergläser oder Kölsch? Komm, Gamescom, natürlich. Liest du gerade ein Buch mit über 300 Seiten? Nee. Telefonrechnung. Ja, ich lese total gerne, das kann ich relaxen. Nein, ich lese gar keine. Ich würde lesen, wenn es Comics mit über 300 Seiten. Es gibt Comics mit über 300 Seiten. Das ist auch wieder. Also, dann muss ich das machen, dann ist es Antwort A. So. Du hast in deinem Zimmer Gaming-Poster, jede Menge Figuren aus Videospielen und Animes. Ein Bett, ein Schreibtisch, worauf zieht die Frage ein PC? Das ist das Wichtigste. Ich muss gestehen, hier muss ich A ankreuzen. Ich habe immer noch das Barbarian 2 Poster an der Wand hängen übrigens. Hallo, Frau Whittaker persönlich. Ja, richtig. Mhm. Du kennst sie noch. Ja, ja, ich habe übrigens tatsächlich, das habe ich auch, die Vinyl Goddess from Mars habe ich auch das Poster. Also, ihr merkt schon. Tolle Sachen. Ich habe aber noch andere Sachen hier hängen. Ich habe ja gesagt, Freddy Krüger Lebensgröße habe ich jetzt auch noch hängen. Und jetzt habe ich auch tatsächlich Negan von Walking Dead hier hängen. Also, so gesehen. Ich habe aufgerüstet. Und Scarface habe ich natürlich auch mit der Dollarnote. Wahnsinn. Nee, die Frau Whittaker ist mir natürlich in Erinnerung geblieben durch ihre großen Augen. Ne? Ja, war ja auch irgendwie. Und das Weihnachtsspiel von ihr. Ja. Was machst du alles im Handy? Hauptsächlich nur telefonieren. Ich checke gleich nach dem Aufstehen mein Handy, mein Handy, egal ob Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, ohne mein Handy gehe ich nicht. Ich brauche es nur als Navi, Bilder zu machen oder
aber ich hänge eigentlich nicht ständig davor. Ich würde sagen, ist C. Ja, das ist auch die sinnvollste Anwendung für sowas. Auf wie vielen sozialen Netzwerken bist du registriert? Soziale Netzwerke zählt der örtliche Sportverein. Ah. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Google Plus, YouTube, boah, ich kann alle gar nicht mehr aufzählen. Ich nutze die Seiten wirklich intensiv, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das macht man nicht, um im Laufenden zu bleiben, sondern selber sich darzustellen, du Pfeife. Ich bin bei ein paar Netzwerken angemeldet, hauptsächlich zum Schreiben mit meinen Freunden, weil meine Freundinnen da alle sind. Nein, das ist der Blödsinn. Das ist Antwort B. Komm. Wenn ich das, klar, wenn ich das Wort Blizzard höre, denke ich an einen starken Schneehuhn, was sonst? Meine Lieblingsgames wie Diablo, StarCraft, World of Warcraft. Ja, fehlt jetzt natürlich Overwatch, Hearthstone. Klugscheißer-Modus hier. Irgendein Computerspielehersteller, natürlich B, komm. Natürlich. Hast du eine Konsole? Frag mich jetzt nicht, ob ich eine Konsole habe, ja, bitte. Hast du eine Konsole wie PlayStation, Xbox zu Hause oder auch mehrere? Klar, habe ich Konsolen zu Hause. Ich wünsche mir auch welche zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Die Xbox Projekt Scorpio kommt jetzt noch mal im Geburtstag. Und ich spare auch mein Taschengeld. Ja, habe ich, aber ich spiele nur ab und zu mit Freunden, meistens Rennspiele oder Singspiele. Da weiß ich ja, welches Mädel das gemacht hat. Nein, ich habe keine Konsole zu Hause. Interessiert mich nicht. So, komm. Klar habe ich Konsolen zu Hause. Dein Lieblingsschulfach: Informatik, Chemie, Physik oder. Bah! Oh, das ist so ein Schelden-Test. Ein anderes. Tschüss. Besitzt du irgendein oder auch mehrere der folgenden Filme oder Serien? Big Bang Theory, Star Trek, Star Wars, Babylon 5, Battlestar Galactica, Scott Pilgrim, Kick-Ass. Ja, ich würde sagen, den einen oder anderen habe ich, ja. Wie sieht es mit dem Betriebssystem auf deinem Rechner aus? Na klar, habe ich ein Betriebssystem auf meinem. Was ist das denn für eine Antwort? Auf meinem Laptop läuft macOS, auf meinem Rechner Windows. Der kalte Systemkrieg ist vorbei, Leute. Metal-Freunde. Ja. So. Klar, ich habe ein Betriebssystem auf meinem Rechner. Antwort B ist ja irgendwie auch bratzig. Komm, einmal Antwort A. Der Durchschnittsnerd. Was? Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Ja, ich auch. Das glaube ich auch nicht. Ein bisschen Nerd hat noch niemanden geschadet. Du kennst dich mit vielen Dingen aus der Welt der Nerds aus. Was heißt ja mit vielen Dingen? Hast aber neben der virtuellen Welt die reale Welt stets im Blick. In deinem Inneren herrscht eine gute Balance zwischen Geek und normalem Mädchen. Das will ich nicht hoffen. Dass du dich gerne mal auf die Couch verziehst und den neuen Funk, stimmt auch nicht so ganz. Macht dir sicherlich keiner zum Vorwurf. Du verbringst ja auch genügend Zeit in der frischen Luft und ein bisschen Computerwissen kommt dir schließlich auch bei Jungs gut an. Zwinker. Ja. Hast du dich gut in der Schule aufgepasst? Wie sieht es mit Allgemeintest, meine ich. So. Allgemein Wissen, da fallen wir immer durch. Aber ich Dann. bin wirklich ein bisschen enttäuscht von diesem Ergebnis, Das weil war scheiße, ne? Deswegen ja, kommt. das war absolut scheiße. Du bist eher so die Mischung aus, jetzt kommen wir wieder zu jemandem, den wir heute schon mal gehabt haben, Bernhard Benulli und Retro Gronkh. Ja? Die Mischung aus Bernhard, Michael und Dave. Genau, also diese Antwort hier wird dir absolut nicht gerecht. Nein. Nein. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Freunde da draußen und die Redaktion von Mädchen, da müssen wir nochmal reden. Erstens lernt mal zählen. Es kann nicht sein, dass es 21 von 20 Seiten sind. Und zum anderen lasst euch bessere Themen einfallen. Ja. Komm, jetzt baue ich mich damit auf mit dem nächsten. Welche Heldin bist du? Ja, wollte ich immer schon wissen. Du bist wahrscheinlich Wonder Woman. Mein Gott, wenn ich dafür die Beine hätte. Catwoman. Hallo, Lack und Leder ist. Wenn du jetzt gerne noch bei Harley Quinn bist oder so, jetzt dann. Gut, mit den verschiedenen Haarfarben könnte das dann auch passen. Ja. So. Halle ist ja blond, ne? Also es ist jetzt eigentlich nicht so das Beuteschema, nur so am Rande. Aber was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Ich bin gerne Natur, Bücher lesen, deswegen verbringe ich viel Zeit in der Bibliothek. Das stimmt nicht. Musik hören ist dann schon die bessere Alternative. So. Genau. Was machst du am liebsten? Ja, es ist das Gleiche. Wovor hast du am meisten Angst? Meine Familie zu verlieren?
dass jemand wegen mir zu Schaden kommt. Nicht genug zu tun. Halt. Familie verlieren. Komm. Was ist deine beste Eigenschaft? Ich bin sehr belesen und selbst wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich, wo ich es finden kann. Sollte man meistens, das wäre ganz gut. Ich bin sehr treu. Ich kann mich gut durchbeißen. What? Beste Eigenschaft. Bist du der Beißer oder was? Ich weiß es nicht. im Englischen ja Jaws, ne? Richtig, so hießen ja auch die Filme. Ja, da war er mit seinem Beißer unter Wasser. Hat halt nur ein Ganzkörperkondom angehabt, das war alles. Ja, jetzt musst du mir mal helfen. Ich überlege gerade. Also, du bist nicht unbedingt der Allerdümmste, das gebe ich schon mal hier bekannt. Hase, wir beginnen eine wunderbare Freundschaft. Ja, du schuldest mir jetzt 30 Euro, das weißt du, ne? Bitte morgen überweisen. Das hört sich an Single Malt Whisky oder was für den Preis oder was? Captain Morgan. Genau, so 5 Euro rum, genau. Richtig Qualität. Genau, so einen klaren. So ein billig Uso. So ein billig Uso vom Penny. Boah, gleich sind wir noch bei Klosterfrau Melissengeist oder so. Warm ja, natürlich. Wir waren heute immerhin schon bei Jägermeister. Ja, das ist ja immer noch Kultgetränk. Mhm. Immer noch. Und inzwischen sind aus den 10 Jägermeistern, glaube ich, nur noch 3 geworden. Aber übrigens, der Kollege, den ich das schenke, der weiß das noch nicht. Ich habe tatsächlich heute im Rewe. Es gibt auch Aldi und Netto und es gab mal Plus und HL. Weiter. Habe ich tatsächlich Red Bull mit Battlefield 1 gefunden. Das geil. Ja, also. In gut. Diesem Fall Battle-Freunde, ne? Ja, genau. Also gut, also erstmal nicht strunzdumm, das ist schon mal gut. Okay. Also ich denke mal, du kannst dich da gut durchbeißen, du kannst dich gut durchsetzen. So würde ich das jetzt mal verstehen. Komm, dann machen wir durchbeißen, komm. Ja. Was ist deine schlechteste Eigenschaft? Ich kann mich durchbeißen. Ich versuche, Probleme immer allein zu lösen. Manchmal bin ich etwas rechthaberisch. Ja. Wenn ich jetzt unkritisch wäre, würde ich sagen, dann muss ich ja A nehmen. Ich höre keinen Widerspruch, ich merke das schon. Ja, hast du was gesagt? Ja, ich habe gesagt, ich würde jetzt A nehmen. Ich denke. Du nimmst jetzt mal A. Dann nehmen wir einfach mal A. So, was auch geil. Schon wieder die Farbe. Das ändert sich täglich. Rot und gelb. Schon wieder rot und gelb. Das haben wir doch nicht vor 10 Minuten schon mal gehabt. Naturfarben. Hä? Also Naturfarben ist diese ganze Wald- und Wiesenfarben. Pastell und sowas wahrscheinlich. Genau, das ändert sich täglich, ist auch Blödsinn. Rot und gelb ist es nicht. Gar nichts. Bei der Auswahl ändert sich das täglich und es landet dann immer wieder bei Schwarz. Genau, das ändert sich täglich, fertig. In Anmangelung von vernünftigen Antworten. Richtig. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ich kann mir im Moment nur sehr wenig vorstellen. Das sind Bossi-Testi, Mann. Mit meinem Mann an meiner Seite glücklich. Ja. Eine Familie wäre super. Komm, nehmen wir die Familie. Komm. Ich überlasse dir die Familie. Stell dir vor, du müsstest gegen jemanden kämpfen. Wie gut wäre deine Chance zu gewinnen? Gegen jemanden? Vielleicht ein bisschen genauer muss man nicht, ne? Ja, ist jetzt die Frage. Ist es, wer ist denn der Gegner? Ist es Mike Tyson? Ist es Karl Dall? Du siehst ja, Antwort, hier Antwort A ist ja schon, weiß ich nicht, 100 Meter Lauf gegen Usain Bolt. Nicht gegen Ben Johnson? Obwohl, so. Nee, wir müssen Usain Bolt nehmen, den Ben Johnson kennt ja keiner mehr heute. Richtig. So. Oder Skifliegen gegen Eddie Edwards. The Eagle. Genau. So, nicht so gut. The Eagle has landed. Schnell. Ich glaube, dass ich gewinnen kann. Stark bin ich nicht, aber vielleicht kann ich die andere Person überlisten. So, dann ist er die B. Die Antwort C erinnert mich an die Kampfszene in dem Amiga-Spiel Emmanuel, wo man dann am Strand steht und gegen einen Muskelprotz kämpfen muss, indem man da und die Hose runterzieht, bis er verliert.
So, wie wichtig ist dir, was andere über dich denken? Sehr wichtig, keiner soll mich verurteilen. Ist mir eigentlich egal, meine Freunde sind mir wichtig, alle anderen sind mir egal. Letzteres. Boom. Hand aufs Herz, bist du glücklich mit deiner momentanen Lebenslage? Nein, gar nicht. Ja, ich könnte nicht glücklicher sein. Es gibt sicherlich Momente, in denen ich lieber woanders wäre. Es gibt die Momente bei jedem. So, C. Ja, ich wäre die ganze Zeit gern woanders. Du wachst morgens auf. Was ist das Erste, was du machst? Ich schaue auf mein Handy, um zu sehen, ob mir jemand geschrieben hat. Ich gehe in die Küche, richte mir und meiner Familie das Essen her. Ich überlege mir, was ich heute alles mache und plane den Tag durch. Dann tatsächlich noch eher das Handy bei mir. Das mache ich morgens alles garantiert nicht. Ja, dann ist eher das Handy, da gucke ich drauf, aber. Richtig. Erster Griff bei mir ist aufs Handy, um den Wecker auszuschalten. Bist du beliebt in der Schule? Ja, ich müsste da mal wieder hingehen. Ich müsste mal kurz hin und fragen, kennt er mich noch? Und wenn ja, einweise, dass ich unbeliebt war. Ich habe eine Clique und auch sonst komme ich gut mit anderen aus. Eigentlich nicht. Ich bin eher ein Einbrüder. Ich sitze in einer Gruppe, aber dazugehören tue ich nicht. Nein, A. Fähig. Dummes Zeug. Hast du einen Freund? Ja, ich liebe ihn mehr als alles andere auf der Welt. Nein, dafür habe ich echt keinen Nerv. Nein, aber Gefühle wären schon da. Das ist so eine On-Off-Beziehung. Moment. Jetzt. Moment. Moment. Antwort C, habe ich doch mal wieder ein paar Rückfragen, ne? Ja, denke ich mal. Ja, also ein Freund? Nein. Gefühle sind da. Also schon mal keine Beziehung. Dann ist es auch keine On-Off-Beziehung, sondern es ist nur eine Off-Beziehung. So, in Anmangelung von besseren Möglichkeiten muss ich jetzt A nehmen. Scheint irgendwie der Test zu sein mit den schlechtesten Dingern hier. Was unternimmst du am Wochenende? Ja, mach Tests. Ich arbeite, um etwas Geld zu verdienen. Ganz einfach. Ich ziehe mit meinen Freunden los, mal sehen, was mein Freund, meine Freundin vorhaben. Ich schließe mich an. Ich arbeite um etwas, natürlich. Das tun wir ja gerade. Eben. Du hast ein Problem, wie löst du es? Ich setze meinen Willen durch, denn auch wenn es riskant ist, ich will das Richtige tun. Meine Freundin und ich beraten uns und stimmen dann ab. Ich muss damit alleine fertig werden. Hä? What? Das war wahrscheinlich wieder hier hintergründig fragen, ob du Freunde hast oder nicht. Ja, also nehmen wir B. Was ein Blödsinn. Was ist dir am wichtigsten? Meine Freundin, mein Freund, meine Familie. Nichts davon, mein Geld. Komm, meine Familie, komm. Blut ist dicker als Wasser. Du Ich bist bin Hermine? Hermine? Ich bin Hermine? Ich bin Emma Watson? Ich bin ein bisschen. Ich bin kein kompletter Nerd und ich bin Emma Watson. Was heißt das also? Wahrscheinlich heißt es, dass ich besser unser Kontakt beenden sollte. Nichts gegen Emma Watson immer. Deine Freundin sind dir total wichtig. Du weißt, dass du immer auf die verlassen kannst und sie sich auf dich. Du bist alles, nur nicht dumm und versuchst immer alles richtig zu machen. Vergiss nicht, dass auch Hexen nur Menschen sind. Und mach auch mal eine Pause. Nur noch ein Test für dich. Genau, das ist wieder ein Spruch in sich. Mach mal eine Pause. Noch ein Test für dich. Das ist schon wieder fast wie in der Schule. Genau, was tust du nach der Schule? So, jetzt habe ich noch. Komm, YouTube-Star machen wir gleich. Komm, nee, komm, machen wir YouTube-Star machen wir als nächstes. Ich schicke dir Link. Schick ihn mir mal. Aber das musst du sagen, das Ergebnis war jetzt auch ein bisschen seltsam. Ich habe das Gefühl, dass die Tests von nach und nach schlechter werden. Dann machen wir mal einfügen und los. Wie viel bist du bereit, von dir preiszugeben? Alles, nix. Schon einiges, aber bei Nacktfotos wäre Schluss. Das ist YouTube. Da stellt sich die Frage nicht. So, also, alles natürlich. Fallen dir auf Anhieb drei Namen für einen eigenen Duschschaum ein? Wen meint man damit? Nein, ja klar, was denkst du denn? Ich habe mir darüber schließlich schon Gedanken gemacht.
Wenn ich länger darüber nachdenke, dann sicherlich. Na, mir fallen direkt drei Namen ein. Das ist überhaupt kein Thema. Weißt du schon, wie du deine Fans nennen wirst? Venomisten oder so. Klar. Na klar, irgendwas mit Nator hinten. Venenator? Ja, zum Beispiel Turbinator, viele Grüße. Okay. Gronkinator? Nee. Schifonator? Debitonator. Ja. So, ich denke, da wird sich was Passendes finden. Machen wir weiter. Ja. Bist du bereit, dir deine Haare vor laufender Kamera zu färben? Niemals, na logisch, vielleicht allerdings dann auf jeden Fall von einem. Dann auf jeden Fall von Von einem einem Profi. Profil? Ach so, das ist ein Ausrufezeichen. Ich dachte Profil, ja, okay. Ja, diese scheiß 4K-Monitore, ich weiß. Ja, komm, zack, natürlich dann den Profi. Bist du bereit, dafür bezahlt zu werden, Produkte in einen Clip zu verwenden, die du vielleicht nicht hundertprozentig gut findest? Nee, das geht nicht. Authentizität ist alles. Doch klar, schließlich bekomme ich dafür Geld. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich es total unnötig finde, dann vielleicht eher nicht, aber wenn ich es ganz gut finde, ich aber auch nicht lange testen würde, dann schon, das ist viel zu langer Satz. Natürlich, schließlich bekomme ich dafür Geld. Ja, eben. Würdest du deine gesamte Verwandtschaft als Gäste in deine Videos vorstellen? Auf jeden Fall. Die werden sich freuen. Das Weißt ist ganz gut, das würde ich machen, dann würde ich sie nie wiedersehen. Das wäre perfekt. Richtig. Ja, da kannst du sicher sein. Weißt du schon, wie du deine Fans begrüßen wirst? Na klar, und halt, Hallilo, hi, mein Lieben, vermute ich eher sowas wie, hi Leute, kein Plan. Nein, natürlich mit meine Liebenden. Hi Leute, wer macht das immer? Ist auch egal. Der hat schon lange keine Videos mehr gemacht. Aber ich habe keinen Plan. Wäre dein Freund oder deine beste Freundin immer, dich überall zu filmen und mit deinen Videos zu sein? Mit in deinen Videos. Da haben sie mich gefragt, aber ich denke, wenn ich berühmt werden würde, würden sie mich unterstützen. Nein, auf keinen Fall. Ja, das habe ich alles schon geklärt. Natürlich habe ich das alles schon geklärt. Klar, bin YouTube-Star. 24 Stunden am Tag auf Snapchat deinen Alltag zeigen, ein Problem. Ach was, das mache ich doch jetzt schon. Ich denke, daran gewöhnt man sich. Ernsthaft finde ich nicht so toll. Natürlich, das mache ich jetzt schon. Hallo. Die Kloszenen sind weltberühmt. Wie wichtig sind dir die Anerkennung und Aufmerksamkeit? Sehr wichtig. Sehr wichtig. Klar. Wenn wir jetzt hier nicht mindestens 10.000 Kommentare unter diesem Video haben, bin ich enttäuscht. Aber auf jeden Fall. Und teilen und liken und. Du hast Stress mit einer Freundin. Wie gehst du damit um? Ich Ich mache mache ein Video und ein sage der Welt, wie doof sie ist. Video Ich kläre das mit ihr persönlich. Ich mache andeuten, nein, ich darüber. mache das. Ich mache ein Video. Hallo, ich bin YouTube-Star. YouTuber sind auf der ganzen Welt unterwegs und verbringen da viel Zeit im Flieger. Hast du Flugangst? Überhaupt nicht. Ekelessen, Prank-Anrufe. Als YouTuber darf man einem nicht zu peinlich sein. Wärst du dabei? Ja, allein schon, dass der Heider über mich dann ein Video macht, natürlich. Ich denke schon, ja, sicher. Klar, nein, ist noch besser. Klar, mir ist nichts peinlich. Wie gut kannst du Hater-Kommentare ertragen? Ich mache Video darüber. Gar nicht. Mit Negativität kann ich gar nicht gut leben. Eigentlich ganz gut. Man muss die meiste Zeit einfach ignorieren. Mal so. Es kommt darauf an, ob was in der Kritik steht. Also eigentlich ganz gut. Zack, fertig. 1A YouTube-Star natürlich. Worauf wartest du noch? Anscheinend kannst du wie Dagi, Shirin und Co. so richtig auf der Videoplattform durchstarten. Jetzt brauchst du nur noch eine echte gute Kamera und schon kann es losgehen. Ist das geil? Gratuliere, jetzt brauchst du nur noch die Kamera eigentlich. So. Jetzt haben wir den vorletzten Test und dann sind wir gleich Schön, durch. so richtig Begeisterung raus. Das war richtig scheiße, der Test. So, jetzt hoffe ich aber, dass mein Glauben an die Tests bei Mädchen.de wieder steigen. Oh, da bin ich gespannt. Obwohl, So. ich habe eigentlich schon wieder ein bisschen Angst. Mal gucken, was uns jetzt erwarten wird. Wie lange überlebst du in einem Horrorfilm? Ja, nach 5 Minuten ist es mir zu langweilig, dann schaue ich mir was anderes an. So, zur Einstellung. Magst du Horrorfilme überhaupt? Ja, das ist mein absolutes Lieblingsgenre. Nee, ich kann die nicht leiden, deswegen mache ich den Test hier. Manche mag ich, manche nicht. Weißt du, wenn die Charaktere nicht immer so offensichtlich falsche Entscheidungen treffen würden? Muhaha. Ich liebe es, Ich mich zu denke nur an gruseln. Scary Movie, wo die eine sich dann die Waffe aussuchen muss und dann immer die Banane genommen hat. Ja. So, das ist mein absolutes Lieblingsfilmgenre. Natürlich. So.
Du bist alleine zu Hause und wachst nachts auf, weil du ein Knarzen auf der Treppe hörst. Was machst du? Ich gehe mich bewaffnen. Ich sehe nach, mache das Licht an und stell fest, es war nichts. Danach gehe ich wieder schlafen. Ich ziehe mir den Deckel über den Kopf und hoffe, dass ich mir das nur eingebildet habe. Einschlafen wird schwer. Ich überlege ewig hin und her, was ich machen soll. Ich bin aber so müde, dass ich keine Entscheidung treffe und einfach weiter einschlafe. Du bist alleine zu Hause, dann heißt du Kevin. Ja. Yeah, das muss ich unbedingt mal vor der Tür meiner besten Freundin machen. Die erschreckt sich zu Tode. Ja, ganz toll. Ich grabe mal am Smartphone und google erstmal, was Knarzen auf der Treppe alles verursachen könnte, natürlich. So, Antwort A. So. Als was würdest du dich am ehesten als Halloween? Malefiz. Ja, ich habe mich immer schon so als Angelina Jolie gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich könnte es mir vorstellen, aber lies erstmal die Antworten vor. Ich könnte schon denken, was ich mir vorstellen würde. So, Zombie, Walking Dead lässt grüßen. Geist oder Hexe, Wonder Woman willst du natürlich sehen, ich kenne dich. Nee, eigentlich Cheerleaderin. Cheerleaderin? Ja. Meinst du so wirklich so Buffy-mäßig? Ja, so in dem Outfit und dann 69-69, ne? Gut, okay. Wir wollen jugendfrei bleiben. Entschuldigung. Gut, gewonnen. Nehmen wir die Cheerleaderin. Nehmen wir die Cheerleaderin. Welche Eigenschaft beschreibt dich am besten? Unsicher, geheimnisvoll, gemein, mutig, unauffällig. Unsicher, Strich. Unauffällig, Strich. Gemein, Strich. Geheimnisvoll? Du darfst dir entscheiden, geheimnisvoll oder mutig? Geheimnisvoll insofern, weil ich einer von den wenigen bin, der weiß, wie du aussiehst. Aber mutig, würde ich sagen. Komm. Wir machen ja schließlich YouTube-Videos. Zum Beispiel machen wir auch diese Tests hier, die so bescheuert sind. Du bist auf einer Halloween-Party eingeladen. Wo findet man dich? Ja, wahrscheinlich auf der Party. Ich sitze mit einer kleinen Gruppe von Freunden zusammen. Wir haben viel Spaß und Lachen ausgelassen. Wenn ich eingeladen bin, dann vermutlich eher am Rand. Ich mag es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Ich tanze total gern, bin aber eher schüchtern. Davon lasse ich mich nicht abhalten. Ich bin ab und zu mal dort, muss ja schließlich alle begrüßen, die ich kenne. Am Buffet, das bist dann immer ein paar, dass sie neben den Kostümen die gruseligen Snack. Du bist wirklich richtig cool aussehende Horrorhappen. Normale Partygeschichte, ich bin mal hier und bin mal dort. So, zack. Und es wird geladen. Um ja. Zu dir nach Hause zu kommen, musst du durch ein Waldstück entlang, natürlich. Es ist schon dunkel. Plötzlich hörst du Äste knarren und ein Rascheln. Wie reagierst du? Sind in diesem Waldstück nicht sogar schon mal Menschen verschwunden? Habe doch erst vor kurzem sowas gelesen. Das musst du zu Hause unbedingt nochmal nachschauen. Ich habe keine Angst bei sowas. Warum sollte ich, wenn so ein Axtmörder ist, dann kriegt er mich so oder so. Das ist eine tolle Einstellung. Ich zucke richtig zusammen, beschleunige meinen Schritt, schnell nach Hause zu kommen. Sowas ist mir unheimlich. Ich bleibe stehen, schaue mich um. Da sehe ich eine schwarze Katze von mir vorne. Was soll auch sonst die Geräusche verursacht haben? Ich laufe ganz schnell weiter. Das war sicherlich nur ein Tier. Ja, wissen wir jetzt. Genau, ich bleibe stehen und schaue mich um. Komm. Was man nicht tun sollte in einem Horrorfilm, dann ist man nämlich tot. Das ist richtig. Man sollte nie die Tür öffnen nach Mitternacht. Nein. Das war auch bei den Gremlins schon doof. Genau, füttern sollte man auch nicht. Richtig. Mal ehrlich, musst du dir bei einem Horrorfilm die Augen zuhalten? Nö. Ich mag keine Horrorfilme, also schau, es ist so bekloppt. Ich schaue mir keine an und deswegen, ich schließe sie nie. Denn ich blicke immer nach vorne zur nächsten Szene. Kommt auf die Szene an. Nee, das verdirbt mir einen Spaß und den ganzen Film. Umso mehr Blut fließt, umso schockend, desto besser finde ich es. Natürlich. Mehr Blut. Ja, es soll ja Leute geben, die sich einen Eimer Popcorn über den Kopf stülpen. Unter einander durchzugehen soll umbringen. Was machst du, wenn du eine siehst? Ich gehe da meistens auch nicht runter, weil ich meiner Meinung bin, dann ist irgendeiner, der da arbeitet. Dann fällt ein Eimer Wasser runter, ja. Ich gehe durch oder nicht, ich glaube nicht wirklich daran, mache es so, wie es gerade am besten ist. Ich gehe immer außen rum, mag ja keinen Pinsel, einmal was, genau, richtig. Tja, so ein Blödsinn, ich habe das schon oft gemacht und es ist nie was passiert. Ich glaube daran, deswegen würde ich nie unter alleine, habe es so gelernt und mache es einfach nicht. Ich gehe außen rum. Du gehst außen rum? Ja. Ich gehe da nicht runter. Nein. Oh geil, du bist in einem Haus und draußen wütet die Zombie-Apokalypse. Richtig. Wer kennt das nicht? Plötzlich bricht die Haustür ein. Wo versteckst du dich? Neben der Banane, die ich als Waffe benutzen wollte. Verstecken niemals. Ich kämpfe natürlich. Ich renne nach oben ins Haus und verstecke mich im Kleiderschrank. Bringt dir nichts.
Ich schnapp mir sofort ein Messer, stelle mich neben die Tür. Wenn der erste Zombie durchkommt, dann mach ich ihn nieder, mega cool. Oh, krass, Mann. Richtig. Verstecken bringt ja nichts, die finden mich irgendwie sicher. Ich flüchte direkt aus dem Fenster in unseren Vorgarten und renne zum Nachbarn. In der Gruppe ist man stärker und hat man mehr Schutz. Das ist Walking Dead-Logik. Mhm. Jetzt kann ich endlich alles anwenden, was ich in Horrorfilmen und Internetseiten gelernt habe. Ich bin gerüstet und kämpfe mir den Weg frei. Nein, Verstecken bringt nichts. Nichts gegen Zombies. Wenn du die Auswahl zwischen diesen Waffen... Mal gucken, ist die Banane auch dabei? Nein. Nee, im Fall nicht. Waffen zur Verteidigung, welche würdest du spontan nehmen? Das ist logisch. Das ist logisch. Nee, ist es nicht. Axt, Messer, Pistole, Pfefferspray, Lichtschwert. Ein echtes. Ja, natürlich nimmst du das Lichtschwert, ne, ist klar. Mhm. Naja, das ist aber auf lange Sicht in der Zombie-Apokalypse ein Problem, weil ich bin der Meinung, das Lichtschwert braucht doch sicherlich eine Energiequelle. Die Macht, das, stimmt. Das mag sein, aber es gibt ja schließlich Duracell-Batterien. Ja, aber die sind irgendwann auch Mangelware in der Zombie-Apokalypse. Deswegen, Pfefferspray ist Blödsinn, Pistole, gleiches Problem, keine Munition, Messer ist schön, aber Axt ist ganz schön, damit kann man auch Türen einschlagen, Bub. Du merkst, hier spricht der Profi. Egal, ob du Horrorfilme magst oder nicht. Worden oder wie? Welche dieser fünf Genres sagt dir am meisten zu? Ich mag eigentlich alles. Krimi, Superheldenfilme, Indie-Filme, Liebesfilme. Na, ich mag natürlich alles. Wobei Liebesfilme ist ein sehr weiträumiger Begriff wieder. Wenn du einen Horrorfilm drehen würdest, welche dieser Lieder würde man Abspann spielen? Funeral March von Chopin ist natürlich putzig. What Doesn't Kill You von Kelly Clarkson. Natürlich Survivor mit Sicherheit. Freak on a Leash von Korn. Shouldn't Come Back ist nein. Korn, Freak on a Leash. Komm hier. Kost die Welt. Always look on the bright side of life. Das fehlt. Deine Schulklasse macht einen Ausflug und möchte in einem nahegelegenen Wald campen. Was sagst du dazu? Ich flüchte. Ich weiß nicht so recht, das gibt bestimmt Zickereien und blöde Streiche. Super, das hört sich in einem lustigen Wochenende an. Ich mag eigentlich die Ausflüge nicht, bin lieber für mich alleine. Ja, da kann ich meine Gruselgeschichte am Länge vorweisen und Streiche spielen. Könnte gut werden, mal sehen, wie die Lehrer drauf sind. Komm, letztes. Was? Du bist eine Mitläuferin. Hm. 38%. Ja, auch die muss es geben. Arschloch. Diejenigen Gruppenleger, die sich mal wieder mal mehr oder weniger an der Meinung der meisten halten, du bist in der Mitte des Films gestorben. Was? Ja gut, dann okay. Ich weiß, wer du bist. Du bist die eine etwas übergewichtige Frau, die nur eine einzige Szene im Film hat. Und dann am Garagentor hängen bleibt. Das kann ja mal passieren. Ja. Du bist in der Mitte des Films gestorben, aber das war dir ja vorher schon irgendwie klar. Schwamm drüber. Toll. Okay, die Heldin war 23%. Du bist die Mörderin 16%. Na, immerhin, du bist wenigstens nicht die Mörderin. Du bist die erste Verdächtige. Ich bin auch nicht die, aber ich bin auch definitiv nicht die Erste, die stirbt. Mhm. Ja, super. Ja, dann brauche ich jetzt zum Finale was Aufbauendes, als so eine Scheiße. Ich hab's ja schon gesagt, jetzt kommt das Finale. Ja. Dann bin ich gespannt, was mich jetzt hier erwarten wird. Richtig Niveau. Ich überlege gerade, ob ich den Rest des Videos boykottieren soll. Ich bin die nächste Larissa Marold oder so, natürlich. Und wisst ihr, Leute, worauf ich ganz besonders stolz bin? Dass ich keine Ahnung habe, wer das ist. Ja. Lassen wir mal offen stehen. So. Genau. So, stell dir vor, du bist in der Dschungelprüfung und vor dir liegt eine Buschschweinvagina. Was tust du? Ne? Ich beiße beherzt zu, das arme Schwein überhaupt. Ich drehe auf dem Absatz um und flüchte. Nein, es gibt keine Sterne. Ich versuche ein bisschen was davon zu essen und bezweifle, aber das. Nein, es geht nicht ein bisschen. Du musst das runterschlucken. Du kennst doch die Prüfung. Also, beherzt reinbeißen. Für das Team.
So, Facebook, WhatsApp oder Instagram sind verboten im Dschungel. Wie kannst du ohne dein Handy leben? So oft wie ich es zu Hause vergesse, anscheinend sehr gut. Das darf man nicht ins Camp nehmen ohne mich. Oder schon irgendwie aus. So, komm, nein, es ist A. Hast einfach mal deine Ruhe, das ist das Gute dran. Ja, das sind ja kaum Leute, die einen. Also. Stell dir vor, du musst durch ein Tunnelsystem mit Wasser, Eklim, Getier und in absoluter Dunkelheit kriechen. Wie reagierst du? No way, ich bekomme schon bei der Vorstellung panische Schweinereien. Taste mich im Tunnel vorsichtig und denk an was Schönes. Mit Tunneln und mit engen Tunneln und Dunkeln habe ich keine Probleme. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ich bin Dschungelkönig. Ich sehe das schon. Du bist allein im Dschungel und brauchst dringend ein Gefäß, um Wasser transportieren. Was machst du? Wieso transportieren? Ich bleibe einfach an der Quelle. Ja, aber irgendwie will ich es ja transportieren, wie da schon oben steht. Ja, eben. Ich suche mir große Blätter und versuche daraus eine Art Flechtwerk zu machen. Ich töpfe mir, wahrscheinlich mir aus Lehm und Erde einen erstklassigen Krug. Natürlich. Und wie brenne ich den? Wie mache ich den bitte fest? Und wie wird da Wasser? Genau. Mein Gott. Quatsch. Also. Wobei es bestimmt Leute geben soll, die das ausprobieren. Ja, ich meine, es ist ja relativ warm in Australien, also sicher, aber trotzdem musst du das so ja eigentlich im Feuer, ne? Also, natürlich, so schnell geht es nicht. Das sind übrigens auch die Leute, die dann eine Banane als Waffe benutzen. Was in Australien auch nicht so viel bringt. Ja, richtig. Finde da mal eine Waffe. Landschulheim oder Sommercamp, wie schnell bekommst du Heimweh? Ja, ich glaube, wenn ich mich für das Dschungelcamp melde, sollte ich mir über Heimweh schon irgendwie klar sein. Ich Heimweh nie, bin froh, wenn ich mal von zu Hause wegkomme. Kommt drauf an, wie es mir gefällt, aber länger als eine Woche bin ich noch nie weg gewesen. Ich bin ehrlich gesagt am liebsten zu Hause. Das stimmt zwar, aber in dem Fall, ich will ja in den Dschungel. Und dann muss ich natürlich Antwort A nehmen. Kranke Mutter, Schulverweis oder kalter Handyentzug? Hast du eine herzzerreißende Geschichte zu erzählen, damit die Zuschauer Mitleid bekommen? Ja, sicher, sonst wäre ich nicht hier in der Sendung. Sonst wärst du nicht YouTuber. So, na klar, zur Not denke ich mir eine aus, richtig. Machen die anderen auch, wobei die denken sich das nicht aus, die haben ja die Ghostwriter im Hintergrund. Umziehen vor anderen, sammeln, duschen im Schwimmbad und so weiter. Hast du ein Problem mit dich vor anderen nackt zu zeigen? Natürlich, hallo? Hallo, ich bin schon die Kandidatin, die schon vorher mit dem Playboy einen Deal gemacht hat, natürlich. Es gibt es tatsächlich, haben die tatsächlich. Dann ist es kein Witz. Also. Ja, es ist mir total unangenehm, ich vermeide solche Gelegenheiten. Nö, stört mich überhaupt nicht. Naja, brauche ich das jetzt nicht unbedingt, aber auch keine riesigen Probleme. Also, nö, stört mich überhaupt nicht. Scheiße. Wobei, eigentlich ja und dann gehst du zum Playboy. Ja, richtig. Hand aufs Herz, Camping-Fan oder Luxus-Suite? Ja, die Frage stellt sich ja im Dschungelcamp nicht, ne? Liebe Camping, die Natur, die Einfachheit, das ist Entspannung für mich. Ich bin lieber in Hotels, das ganze Gebrabbel und nee. Ich war noch nie campen, stelle es mir aber ganz gut vor. Nein, natürlich, ich bin Camp-Fan. Hallo? Sonst wär's auch nicht im Dschungelcamp. Aussichtsplattform, 10 Meter Sprungturm oder Riesenrad, hast du Höhenangst? Das ist im Dschungel auch eine blöde Idee. Ja, Schwimmbericht. Nein, mit Höhe habe ich kein Problem. So, nein, mit Höhe habe ich kein Problem. Ich will ja gewinnen. Stell dir vor, du öffnest morgens die Augen und eine Ratte schaut dir ins Gesicht. Welcher Gedanke schießt dir in den Kopf? Ich habe einen neuen Bewohner. Ich habe Hunger. Ah, Warning, weg hier. Ah, wie süß. Wo kommt dieses Tierchen her? Komm kuscheln. Außer, komm kuscheln. Du weißt, Ratten sind hochintelligent, ne? Es ist ja eben. Also, ist ja tatsächlich so. Wenn die Kacke am Dampfen ist, immer den Ratten hinterher. Richtig. Und die schicken ja immer die schwächste Ratte vor, um zu testen. Genau. Die wissen, dass sie richtig machen müssen. Und das ist zum Beispiel auch lustig, ne? Obwohl die dann alle draufgehen, wissen die, okay, den Weg nehmen sie nicht mehr. Also. Du und deine Freunde probieren ein neues Restaurant aus. Alles ist total exotisch und von den Speisen auf der Karte hast du noch nie was gehört. Wie verhältst du dich? Wie schon gesagt, ich will ins Dschungelcamp. Ich freue mich noch, was Neues zu probieren. Wenn es nicht schmeckt, kann ich es ja liegen lassen. Ich verfluche meine Entscheidung, mitzukommen. Ich will Pommes und Schnitzel. Ich bestelle mir das ungewöhnlichste Essen auf der Karte. Ich liebe kulinarische Herausforderungen. Kommen. Sportunterricht. Ihr sollt an Tauen durch die Halle schwingen. Dein erster Gedanke, das mache ich nicht, bin noch kein Affe.
diese Diskussion gab es zu Schulzeiten tatsächlich mit Leuten. Cool, sowas macht mir Spaß. Sport, ich mache da nie mit, da könnte ich ja meine Nägel abbrechen. Nein, cool. Zack. Und die letzte. Privatsphäre. Grundbedürfnis oder total überflüssig? Wenn doch eh alle von der NSA überwacht, da kann ich doch alles im TV zeigen. Ich würde es nicht aushalten, 2 Wochen lang so krass überwacht zu sein. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Nein, alles von der NSA, dann kann ich auch im Dschungel. Ja, logisch. Aber nur 92%. Was habe ich falsch gemacht? Du bist die nächste Dschungelkönigin. Du bist wie gemacht für das Camp und hast Lust auf Herausforderungen. Super. Manchmal musst du aber ein bisschen aufpassen, dass dich keinem auskitzt. Ansonsten kannst du es mit deiner offenen Art locker mit anderen Dschungelcampern aufnehmen. Ja. Ja, gut. Gewonnen. Also, wenn die YouTuber-Karriere vorbei ist, ist ein Dschungelcamp fertig. Ich glaube, so ist auch der Abstieg. So, hattest du jetzt noch irgendeinen lustigen Test, oder? Oder haben wir's? Lass mal gucken, den Horrorfilm haben wir ja hinter uns. Was habe ich denn hier noch offen? Nee, der ist langweilig, der Test. Da könnte man vielleicht noch für die Uhrzeit machen. Was haben wir denn da noch? Nee, das haben wir auch schon gehabt mit dem Verarschen, glaube ich. Wie gut bist du denn im Sex? Checkst du Sex? Na, das brauchen wir nicht. Dann habe ich keinen Test mehr für dich. Fuck you Goethe-Quiz brauchen wir nicht, habe ich keine Ahnung von. Ja, ich habe mir Film noch nicht gesehen. Mir fällt höchstens noch YouTube lieber ein, wer wäre dein YouTuber-Boyfriend? ich guck mal gerade durch. Wie gut kennst du Bibi ist natürlich genau das. Die Antwort bei mir ist ganz einfach, mir reicht es, dass ich einen Namen kenne. Welcher Tanzsport passt zu mir? Welche Mascara-Bürste natürlich? Welcher Mantel passt zu mir? Gar keiner. Aber gerade was zu How I Met Your Mother, das ist ja wahrscheinlich eher was für dich. Das wäre eher was für mich, das ist richtig. Welcher Wäschetyp bist du? Sag mir, was du drunter trägst und ich sag dir, wer du bist. Welche Jahreszeitentyp bist du? Okay. Das große Simpsons-Quiz habe ich hier noch. Wie stark kämpfst du für deine Träume? Das ist langweilig. Welcher Taschentyp bist du? Das war auch schon immer eine Frage. Die Frage, die sich jedermann stellt, und jetzt sind wir schon wieder bei der Fraktion nach 22 Uhr. Bin ich gut im Bett? Klicken Sie bitte jetzt 1. Welcher Hauttyp bin ich? Nee, kannst du gut mit Geld umgehen? Die Antwort kenne ich schon. Enthaarungsmethoden, welche passt zu mir? Ja, das Pferdequiz lassen wir auch wie Harry Potter Quiz, muss auch nicht sein, nee. Welcher Figurtyp bist du? Wie groß ist dein Ego? Wo hast du das denn gefunden? Das ist bei mir irgendwo auf Seite, keine Ahnung, muss mal gucken. Ah, 45. Boah, du bist schon so weit, ne? Nee, ich habe von hinten nach, ich mache jetzt von hinten umgekehrt. Ja, ich habe jetzt gerade was zum Beispiel gefunden, noch einen Test, der ist zum Beispiel auch klasse. Bist du ein It-Girl? Das wollte ich immer schon wissen. Oh, ja. Dein wahres Liebesalter? Oh mein Gott. Passt zu einer von den Fragen von vorhin, das Zac Efron-Quiz. Ah, ich hab für dich ein Quiz. Ich habe das perfekte Quiz für dich. Periode, wie gut kennst du dich mit den Tagen aus? Welcher Wohntyp bist du? Welcher Schokotyp? Nuss. Wer warst du in deinem früheren Leben? Das ist immer auch so ein ganz geiles Ding. Ich stelle mir gerade die Frage, warum finde ich diese Fragen immer nach 22 Uhr? Das große Stellungsquiz. Das große Kussquiz.
Boah, wie übersinnlich bist du? Also jetzt finde ich aber wieder Sachen. Welcher Beruf passt zu mir? Gar keiner. Du bist schon mal bei 45 gewesen, ne? Ja, ich gehe jetzt noch weiter zurück. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei 43. GZSZ-Quiz, kennst du dich aus? Nein. Ach, 41 bin ich schon. Hoppla, so schnell geht es. Ja, Bin siehst ich du. bereit für die erste Beziehung? Nein, das ist man nie, auch nicht bei der zweiten. Ich bin gleich auch durch. Welches Make-up passt zu mir? Ja, das Verkehrsschilder-Quiz, das wär's doch. Da kannst du gucken, ob du deinen Führerschein behalten darfst. Ja gut, da muss ich mir ja keine Gedanken machen, wie du weißt. Aber wie groß ist dein Ego, finde ich schon mal gut. Das ist schon mal. Wie sicher ist dein Taschengeld? Ist natürlich auch eine Frage, die ich mir dreimal am Tag Sicher stelle. wie die Renten. Welcher Rocktyp bist du? Natürlich. Ich würde sagen, Progressive Rock. Nicht Alternative? Ja, meinetwegen auch British Hard Rock, ist mir egal. So. Also, Dschungelkönigin ist weg. Also. Komm, bevor wir jetzt wieder was ganz Tolles machen, machen wir erstmal wieder was zum Warmwerden. Weil nach so viel Scheiße muss doch jetzt eigentlich mal wieder was Vernünftiges kommen. Was zum Warmwerden. Das kann ich mich schon wieder unbeliebt machen. Das Köln-Quiz. Gamescom. Ich warte schon auf die ganzen Beschwerden über mich. Ist egal. Ist richtig, ist sehr egal, das läuft auf deinem Kanal. Genau. So, eine Zeitreise in die Vergangenheit. Wohin würdest du dich entführen lassen? Entführen ist der falsche Satz. In den Wilden Westen nach Versailles zur Zeit Ludwig des 14. Louis XIV sozusagen. Mit dem Würde ich nicht tollen. machen, da rollen die Köpfe. Ja. War nicht unbedingt die beste Zeit zum Schluss. Na Also richtig, für den Adel. für seine Frauen vor allem, ne? Aber du bist langweilig, komm, köpfen wir dich mal schnell. Zack. So, Nächste. in den Orient von vor 1000 Jahren als Lieblingsfrau des Sultans. Also Scheherazade war, glaube ich, länger als 1000, aber ist egal. Ins frühe Mittelalter als schöne Frau mit Heilkräften. Also Hexe auf dem Scheiterhaufen. Du bringst es recht gut auf den Punkt. Also Wilder Westen war ich nie ein Fan von. Wie gesagt, Französische Revolution habe ich mein scheiß Abi-Kack drüber schreiben müssen. Also das Willkommen im Club. ja, ist glaube ich auch so ein Trend, ne? Nein, komm. Also wenn ich schon hier meinen Hexennamen habe, dann gehe ich jetzt als ins Mittelalter mit vor allem als schöne Frau mit Heilkräften. Also nie nur irgendeine heißer Feger, ne? Also nicht so wie bei Robin Hood als Latrine. Na gut, dann gehst du halt ins Mittelalter. Zurückgegeben, du verbringst mit einer Clique ein verlängertes Wochenende auf einer Skihütte. Ja, man kann im Luxus sterben, ne? In der ersten Nacht im Schlafsack stellst du fest, dass du wegen der harten Unterlage keinen Unterzug hast. Es kuscheliger wäre, wenn du deinen Schlafsack mit jemandem teilen könntest. Da wird es eng drin, vergiss es. Geht aber. Es wird trotzdem eng. Du wach bleiben solltest, weil irgendjemand aufs offene Feuer im Kamin aufpassen sollte. Natürlich. Das Warum ist soll ich das schon wieder machen? total realistisch. Dich in die nächtliche Geräusche eher beunruhigen als ängstigen. What? Also eher beruhigen. Komm, nehmen wir 4. Also nehmen wir Antwort D. Es gibt Hassgeräusche, wie zum Beispiel ein quietschende Kreide an der Tafel, aber auch Geräusche, die etwas Angenehmes auslösen. Welche sind deine? Das Plopp, 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 wenn du mit einem Fahrrad über die Holzbrücke fährst. Ich hoffe nicht, das macht Plopp, Plopp, Plopp. Irgendwo machst du dann nur Pfff.
Das herrliche Rauschen der Meeresbrandung, das Prasseln des Regens auf der Scheibe, wenn es schon drin schön warm und gemütlich ist, das Knacken und Knistern des Kaminfeuers. Ja, entweder Kaminfeuer oder Meeresbrandung. Meeresbrandung ist auch ein bisschen laut. Komm, nehmen wir Kaminfeuer, komm. Ja, gut, es kommt darauf an, wo das Meer gerade ist. Wenn du so Pauschalurlaub machst, dann ist das Meer meistens 2 Kilometer entfernt, dann hörst du es ja nicht so laut. Bei welcher Art von Film würdest du am liebsten die Hauptrolle übernehmen? Bei einer Liebestelenovela, natürlich. Bei einem Roadmovie, in dem die Heldin unter Todesgefahr Kinder aus den Klauen eines psychopathischen Killers rettet. Was ist das denn für ein Film? Thelma und Louise drehen durch, oder was? Auf dem Highway ist die Hölle los. Ich wüsste gar nicht. Da waren auch Diebe dabei, glaube ich. Bei einem Sci-Fi-Film, in dem du intuitiv spürst, dass Menschen in Gefahr sind, die du durch eine besondere Gabe retten kannst. Was kennen die für Filme? Bei einem witzigen Film, in dem du eine kleine Taschendiebin spielst und zum Schluss erfährst, dass du die reiche Erbin bist. Halt ein witziger Film. Also Antwort D hört sich so ein bisschen an wie irgendeine Teilfolge aus der Bully-Parade, aber... Ja, wieder so eine typische 80er-Jahre-Liebeskomödie sein. Franz, du bist gar nicht der Dieb. Du bist der König. Ja. Sissi, das glauben auch nur die anderen. Franz, das gehört dir alles. Nein, Sissi, das ist nur geleast. Komm, nehmen wir Roadmovie, komm. Na gut, einmal Straßenfilm. Dein Outfit ist immer total trendy, trotzdem gibt es irgendein altes Teil, von dem du dich niemals trennen würdest. Meine ersten Ballettschuhe. Okay. Mein verwaschenes T-Shirt erinnert mich an letzte Sommerliebe erinnere. Ein riesiger Pulli meines Vaters, in dem ich einkuschen kann. Die immer besser. Komm, das muss dann die Jeans sein, komm. Ja, die Jeans, oder? Das ja, ist ja. Aber auch schon wieder totaler Blödsinn, dieses Ding. Du wirst zum Essen in ein teures Restaurant gehen und darfst von der Karte wählen, was du willst. Was ist es? Irgendwas Exotisches, das ich zuvor noch nie probiert habe. Das ist irgendwie der tolle Trend neuerdings. Lass mich überraschen und bitte meinen Gastgeber für mich zu wählen. Wahrscheinlich ein Menü, das teuerste. Wann habe ich denn sonst mal die Chance? Ja, das hoffe ich nicht. So, ich sage irgendwas, was ich in den Tupperfahrer reintun kann. Ich nehme was irgendwas Exotisches. Jedes Mädchen fährt auf einen ganz bestimmten jungen Typ ab. Wie muss er für dich aussehen? Sportlich, Augen und Haarfarbe sind mir aber egal. Schlank, schwarzes Haar, blaue Augen, ein verführerisches Lächeln und sanftweiche Haut. Ein bisschen exotisch mit Locken und toller brauner Haut. Blond, blau, grüne Augen, nicht viel größer als ich, aber ohne Muskelpakete. Haha. Nein, Antwort B. Alles unrealistisch. Antwort B, komm. Nächstes unrealistisches. Bei einer Tonne gewinnst du 1000 Euro bar auf die Hand. Was machst du damit? Ich leiste meinen Shopping-Trip an und nehme noch jemanden mit. Ich hebe das Geld für die nächsten Ferien auf. Das tust du garantiert nicht. Ich spende fortan einen Teil... Blödsinn, brauche ich gar nicht weiterlesen. Zunächst gönne ich mir all die Klamotten, die ich mir bisher nicht leisten konnte. Mit dem Rest schmeiße ich eine Party. Ich gehe zu McDonald's und kaufe mir 1000 Hamburger. Ich überlege mir gerade, ich hole mir alle Klamotten, die ich mir nicht leisten konnte und schmeiße davon eine Party. Mit dem Rest... Für die 5,30 Euro ist nicht die geilste Party der Welt. Nicht unbedingt. Also komm, ab Shopping London. Die Fotos in einem Reiskatalog. Ja. Genau hier möchte ich mal meine Flitterwochen verbringen. Im Reisbett. Die Fotos in einem Reiskatalog sind sehr verführerisch, aber die Bilder im Nudelkatalog sind viel cooler. Du redest ins Raum und denkst, genau hier möchte ich mal meine Flitterwochen verbringen. Was war auf den Bildern zu sehen? Ein einsames Häuschen am See mit einer Bank unter dem Baum und hängenden Zweigen. Ein als Hotel umgebaute mittelalterliche Burg in einem grünen Wilder. Ein Luxushotel in einer Oase mitten in der Wüste mit Palmen und Swimmingpool. Ihr merkt schon, das 7-Sterne-Hotel in Dubai, ich komme. Ein ja, riesiges Zimmer mit Himmelbett, Baldachin, Spiegeln, kuscheligen Teppichen und kostbaren Möbeln. Wo? Ist egal. Nein, komm. 7-Sterne-Hotel. Zack, komm. Kostet die Welt. Du schmeißt eine Party für die 5,30 Euro, die du noch hattest.
Nur leider ist die Stimmung gerade im Keller. Was tust du dagegen? Ich schmeiß alle raus. Ich finde, die anderen sollten sich einfach mal darum kümmern. Das hilft sicherlich. Proteste verboten. Jeder muss einen Promi nachahmen und soll sich von der Digicam aufnehmen lassen. Das hilft bestimmt. Ja, da wird man die Leute auch los. Weil ich weiß, dass es immer gut ankommt, habe ich schon ein paar... Was ist denn ein Orakelspielchen? Wie ist nochmal die Krake, die die Ergebnisse vorher gesagt hat? Weil das ist ja ein Orakelspielchen. Ich mache das einfach, das ist ein Blödsinn. Auch wenn ich nicht weiß, was sie damit meinen, ist mir egal. Die Hexe. Und? Ich war eine Hexe. Deswegen mein Hang zu Feuer, oder was? du warst eine geheimnisvolle weiße Hexe, natürlich. Weil Farben da eine unglaubliche Rolle spielen. Die im Orient in Irland oder in Schottland vor etwa 500 Jahren lebte. Ach, kann es sein, dass da vielleicht ein Komma fehlt? Weil dann würde ich den Satz auch so akzeptieren, wie er ist. Ja gut, es lag am Reiskatalog. Richtig, die haben dann eine E verkauft und haben auch gleich ein Komma so als mit Reingabe gegeben. Ne? Also, wenn sie dieses E heute kaufen, kriegen sie noch ein Komma gratis dazu. Ja, pass auf, wird aber noch besser. Also wir wissen jetzt, dass sie eine weiße Hexe war. Und jetzt kommt, du warst gefürchtet und gleichzeitig hoch angesehen. Denn mit deinem Wissen über Heilkunde hast du den Armen und Reichen geholfen. Nein, vor 500 Jahren in der Zeit, blöde Idee. Obwohl du sehr schön warst, hast du nie geheiratet. Gut, kam nicht mehr zu, weil dann kam das lodernde Feuer. Ja genau, dann wurde es heiß unterm Grog. Dein Liebesleben hast du ebenso geheim gehalten wie dein Wissen über deine magischen Kräfte. Tja, und heute? Ach, das geht ja noch weiter. Und heute? Nein, eine Hexe bist du nicht. Aber ein Mädchen mit einer besonderen Begabung. Intuition. Du spürst sofort, wenn es jemandem schlecht geht und hilfst. Egal ob Mensch oder Tier, Entscheidungen fällst du immer aus dem Bauch heraus. Mit deiner sinnlichen Ausstrahlung und deiner geheimnisvollen Aura ziehst du die Jungs magisch an. Tja, sieh mal, guck. Da passt nämlich sofort der Nachfolger. Das bieten sie ja an. Das machen wir. Wie übersinnlich bist du wirklich? Richtig. Ja, nur würde ich gerne drauf klicken, aber macht er bei mir nicht. Aber ich sehe, du schickst mir den Link. Genau, und dann machen wir als Rauschmeißer noch, wie groß ist das Ego? Ach nee, genau. Halt. Natürlich It Girl muss ich auf jeden Fall noch machen. Also es geht ja nicht anders. So. Ja, und dann haben wir die Seite durchgehauen. So. Wovon handeln deine Träume in der Nacht? Sag ich dir nicht. Das weiß ich nun wirklich nicht. Ich kann mich an meine meisten Träume überhaupt nicht erinnern. Das ist bei den meisten so. Meine Träume sind sehr intensiv und ich habe schon oft in den Träumen Dinge vorausgesehen. Ich träume sehr oft von Dingen, die mir am Tag so erlebt habe. Moment. Also, Antwort C ist es nicht. Das sind keine Sachen, die verarbeitet werden. Auf jeden Fall sind keine Sachen, an die ich mich erinnern kann. Komm, dann nehmen wir tatsächlich mal B. Hauen wir mal einen raus. Wovon handeln deine Träume in deiner... Achso, stimmt, das ist ja... Ich vergesse das ja immer, das nehmen wir zweimal. Du gehst am Abend an einem Friedhof vorbei. Ich wollte schon sagen, nicht auf dem Friedhof, weil würde ich sagen, was mache ich da? Du hörst seltsame Geräusche. Was denkst du? Ich schaue durchs Friedhofgitter hindurch und versuche herauszufinden, wo die Geräusche herkommen. Die haben sich garantiert wieder ein paar blöde, pubertierende Jungs versteckt, um ahnungslose Passanten zu erschrecken. Nachts auf dem Friedhof. Ich fühle mich in einem Gefühl bestätigt, dass es auf dem Friedhof wahrscheinlich spukt. Ich sehe, dass Otto sich als Heino verkleidet und Schwarzbraun ist die Haselnuss singt. Also nehmen wir Antwort A, weil Antwort C ist total bescheuert. Du sitzt am Abend in deinem Zimmer und plötzlich geht die Kerze auf dem Tisch aus, obwohl gar kein Fenster offen ist. Das kann passieren. Wie reagierst du? Passieren. Ich spüre die Anwesenheit des Geistes und versuche Kontakt mit ihm aufzunehmen. Geist, machst du mir wieder die Kerze an? Sicher. Hat da jemand Gabriel Knight 2 gespielt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kerze, siehst du, an die Gags kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, das muss ich auch nochmal irgendwann machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kerze durch einen Windhauch meiner schnellen Bewegung gelöscht wurde. Ich bekomme mal übel Gänsehaut und mache sofort das Licht an. Nein, Antwort B. Deine Eltern verreisen übers Wochenende und du hast sturmfrei. Wie sieht dein Plan aus? Ich organisiere sofort eine Party mit meinen Freunden. Meine beste Freundin übernachtet bei mir und wir machen einen ganz gemütlichen Samstagabend und schauen uns coole Gruselfilme an. Ich rufe ein paar Freundinnen an und wir pendeln aus, wer die besten Chancen bei dem heißesten Boy der Schule hat. Ja, sicher. Party mit Freunden, komm. Welche DVD würdest du dir am ersten ausleihen? Sowas wie Chucky die Mörderpuppe, Final Destination oder The Village. The Village ist übrigens, falls es sich von euch noch keiner, ganz harter Stoff. Also da würde ich andere Sachen empfehlen. High School Musical, Schreck oder Borat. Richtig, richtig unheimliche Filme wie The Sixth Sense oder Poltergeist. The Sixth Sense lebte von seinem Ende. Und der war auch nicht jetzt unheimlich. Und selbst Poltergeist, egal welche Version, naja, ne? Hat mich nicht gerade begeistert damals. Nee. So, komm, ich tue mir Final Destination an. Deine Freundin erzählt dir, dass ihr neulich beim Tarotkartenlegen, wer macht das auch nicht, etwas Schreckliches vorausgesagt wurde. Was denkst du? Du kriegst ein neues Kartenset von mir. Nee, kriegt eine hohe Telefonrechnung. Ich bin alarmiert und versuche, meine Freundin zu beruhigen. Kartenlegen ist doch totaler Unbruch. Tarotkarten können nicht die Zukunft vorsehen. Ich bin total beunruhigt und frage mich, ob an der Sache was dran ist. Nein, ich beruhige sie. Was darf dir bei Schulprüfung auf keinen Fall fehlen? Traubenzucker, Cola, Spiegzettel? Ein Glücksbringer von meiner Freundin, mein Schutzengel. Das ist ja schlimm. Wo ist meine kleine Hasenpfote, wenn ich sie brauche? Ja, muss aber den Hasen töten. Soll ich dir meine Hasenpfote zeigen? Ist dann wieder Hasenbraten. Du wirst nachts wach und siehst einen Schatten am Bett vorbeihuschen. Was machst du? Ich lade den Schatten in mein Bett ein. Ich reibe mir die Augen, bin mir sicher, dass ich es nur geträumt habe. Ich bleibe gelassen, denn ich kenne unseren Hausgeist schon. Der holt sich nachts immer die Kekse, die ich hinlege. Aber tut mir leid, er führt ja nur ein Schattendasein. Ja, genau. Ich schreie und versuche so schnell wie möglich das Licht anzumachen. Was passiert wohl nach dem Tod? Ich glaube an Reinkarnation und bin mir sicher, dass wir irgendwann wieder als Lebewesen auf die Erde zurückkehren. Nichts, wenn wir sterben, ist alles vorbei. Ich glaube an den Himmel und daran, dass die Seele weiterlebt. B. Ende Gelände. Definitiv. Es gibt viele Theorien, wie Kornkreise entstehen, was vermutest. Ich habe tatsächlich da mal irgendwo, das war beim Lesch, beim tatsächlich richtigen Professor Lesch von Terra X, und hast du gesehen, es gibt mittlerweile eine Lösung dafür. Eine vollkommen bekloppte Lösung, an die man gar nicht kommt. Also es gibt tatsächlich eine. Es sind Leute einfach im Kreis gelaufen. Nee, es gibt tatsächlich ein Naturphänomen, die das erklärt. Also das ist nichts Geheimnisvolles, und dass es da irgendwie Formationen gibt, ist eben, weil diese, was auch immer, geartete, ich krieg's halt nicht mehr zusammen, wirklich so ähnlich in so wie halt ein Windhauch in mehreren Ebenen funktioniert, und deswegen kriegst du halt eine Form. So, ist doch klar, irgendwelche Typen trampeln nachts Muster ins Kornfeld. Keine Ahnung, vielleicht sind Geister in Sprung. Ich bin sicher, dass außerirdische Wesen. Hallo, Herr Deniken. Nein, komm. Bleib doch mal ernst, Erich. Da muss ich bei Anna rein. Du ja. Stehst im Keller und plötzlich geht das Licht aus. Wie cool bleibst du im Dunkeln? Ist doch kein Problem. Ich taste mich zum Lichtschalter vor und mache das Licht wieder an. Ich werde panisch, stolper meinen Weg über die Treppe, wahrscheinlich über meine eigenen Füße. Das macht Sinn. Stehe das als Warnung und sehe zu, dass ich ganz schnell wieder aus dem Keller komme. Nein, ich suche den Lichtschalter. Die Bodenständige. Du bist ja lustig. Eigentlich wusstest du doch das ganz genau, dass du das alles als übersichtlich bist. Der andere Test sagte was anderes. Du glaubst nur an das, was du siehst und findest für merkwürdige Phänomene immer einen plausiblen, rationalen Grund. Und selbst wenn du keinen findest, glaubst du keinesfalls, dass irgendwie Spuk dahinter steht. Geister, Seelenwandel oder Reinkarnation, das ist alles Humbug. Ja. Super. Darauf
Das Ego. Ich brauch was, was mich aufbaut. Ich kriege ja jetzt nur noch hier, bin ja hier irgendwie nur eine Backpfeife scheinbar. Dann schauen wir mal, wie groß dein Ego ist. Das heißt, jetzt kann ich Arschloch spielen, ne? Jetzt kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Was heißt Fantasie? So, du holst für deinen Freund und dich zwei Drinks. Ein Glas ist voller. Welches nimmst du? Das mit weniger Inhalt natürlich. Ich hatte sonst ein schlechtes Gewissen. Ich frage ihn, was er will. Es kommt auf das drin, was drin ist. Das vollere natürlich. Schließlich habe ich die Drinks geholt. C. D. Ich trinke ein bisschen was von dem volleren, ohne dass das merkt, und gebe ihm das Glas. Ja gut, es ist ja dein Lebens... Da wirst du ja schon, Achtung, Körperflüssigkeiten getauscht haben. Man wird sich schon angespuckt haben. Du bist spät dran, aber eine alte Dame auf der Straße bittet dich höchstwahrscheinlich um Hilfe. Wie reagierst du? So, das nervt mich, ich bin noch nicht von der Caritas. Ich sage am anderen Passanten, dass er die Dame bitte etwas helfen möge. Natürlich helfe ich, so viel Zeit muss sein, wir sind natürlich nett. Ja, du stehst in einer langen Schlange für ein Konzert deiner Lieblingsband. Wie verhältst du dich? Ich stelle mich brav an und hoffe, dass ich meine Karte ergatter. Ich gehe ganz lässig an der Schlange vorbei und tue so, als wäre nichts. Ich versuche, mich etwas vorzudrängeln. C. D. Ich kaufe es online. Du bist mit deiner besten Freundin beim Shoppen und euch gefällt dasselbe Teil, das es aber nur einmal gibt. Was tust du? Ja, da hat sie Pech. Ich sage ihr, dass es mir einfach besser steht und sie es mir überlassen soll. Das ist mutig formuliert. Ja. Wir nehmen es beide nicht. Ich überlasse es ihr. So wichtig ist es mir. Nein, A. Ein Obdachloser fragt dich, ob du 2 Euro für ihn hast. Deine Reaktion? Ich gebe ihm exakt 2 Euro. Ich gebe ihm mein übriges Kleingeld. Ich sage ihm, dass ich selbst arm bin. Und ich frage ihn mal, ob er Wechselgeld hat. Komm, er kriegt genau 2 Euro. Du sitzt in einem vollen Bus und ein alter Mann steht im Gang. Er tut mir leid, ich hätte im Alter keinen Bock mehr auf Busfahren. ich stehe sofort auf und biete ihm meinen Platz an. Ich warte ab, ob jemand aufsteht und ihm einen Platz anbietet, sonst mache ich das halt. C. Haben wir die Frage nicht irgendwie in einer Form schon mal gehabt neulich? Ja. Deine Freundin und du, ihr stylt euch zusammen für die Party auf. Sie die Party. Genau. Sie wählt ein super sexy Kleid, in dem sie höchstwahrscheinlich, also ich vermute mal, hier werden ein paar Worte vergessen, und fragt dich nach der Meinung zu ihrem Look. Ich sage ihr ehrlich, wie toll sie aussieht. Ich sage ihr, dass sie zwar heiß aussieht, aber vielleicht etwas zu gewagt ist. Ich sage ihr, dass das Kleid an ihr unvorteilhaft ist und er zu dick aussieht. Ja, komm. Du bist schon ein sexy Luder. Ich sage ihr nur ein Wort. Flittchen. Ja gut, es gibt Weiber, die darauf abfahren. Also. Ja, eben. Du bist in denselben Boy verliebt wie deine Freundin. Ich merke schon, es gibt hier Abspannungen zwischen den beiden. Ja, irgendwie. Er fragt dich nach einem Date, was tust du? Natürlich gehe ich hin. Kann man ja nichts dafür, dass er auf mich steht und nicht auf sie, richtig? Dann lasse ich mich nicht drauf ein. Ich würde meiner Freundin ja nur wehtun. Ja, das gibt's in Frauenmagazinen. In Wahrheit ist das aber nicht so. Ich zähle davon und frage sie, ob sie ein Problem damit hätte. Nein. Ah. Deine Mutter hat für dich und deine Geschwister Süßigkeiten gekauft und deckst sie als erste. Teilst du sie fair auf? Schon, aber ich pick mir dabei meine Lieblingssachen raus. Ja, ich weiß ganz genau, was meine Geschwister lieben und lasse es ihnen. Nö, schließlich habe ich sie zuerst entdeckt. Nein, in dem Fall, aber ich nehme mir schon das, was ich brauche. Bei einer Klassenarbeit fällt dir der Spickzettel auf den Boden. Der Lehrer will wissen, wie immer gehört, outest du dich wie bescheuert? Ich könnte nicht spicken, dafür bin ich zu tollpatschig. Nur wenn er mich direkt fragt, in allen Konsequenzen, nein, ich halte schön meinen Mund und spiele das Unschuldslamm. Natürlich tust du das. Das macht jeder. Mit dem Heiligenschein. Du hast ein verdammt großes Ego. Du bist ganz klar ein Mädel, das immer zuerst an sich denkt. Ja gut, ne? Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Kennt man doch. Dabei nimmst du keine Rücksicht auf Verluste, sondern ziehst dein Ding knallhart durch. Auch wenn es ziemlich cool findest, dass du immer bekommst, was du willst, könntest du ruhig mal einen Gang runterschalten und ab und an auch andere denken. Du scheinst eine echte Diva zu sein, check doch gleich mal deinen Zickenfaktor. Nö.
So, jetzt kommt der Rausschmeißer. Dann gucken wir uns den mal an hier. So. Gut, was erwartet uns Schönes? Der lädt ja noch ein bisschen. Ach genau, bist du das IT-Girl? Ach, It-Girl. The It-Crowd hieß doch die Serie. So, ohne was verlässt du diesen Sommer nicht aus dem Haus. Mein iPod mit meiner Lieblingsmusik, Juicy Lipgloss, Accessoires in Neonfarben, mein E-Book-Reader und all meinen Lieblingsbüchern. So, da es ja darum geht, hier ein It-Girl zu sein. Natürlich den Juicy Lipgloss, natürlich. Logisch. Azteken-Style ist voll angesagt, aber was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Ethno-Style, Partys mit Musik von den Atzen, natürlich. Ein sehr enthaltsamer Lebensstil, benannt nach einer Blume, handelt es sich hier um einen Blumenprint. Keine Ahnung. Nehmen wir den Blumenprint. Nehmen wir mal den Blueprint. Wie ist deine Situation auf dem Schulhof? Wie war Spanien dort? Ich stehe mit meiner ABF rum, meine Clique und ich hängen rum. Ich habe jede Menge Spaß mit vielen Leuten. Wie man hier manchmal lerne, oder lese ich einfach. Haben sie einen Party-Gag irgendwie umgeschrieben? So, ich habe natürlich eine Menge Spaß, ich bin ein It-Girl, hallo. Wenn du vor dem Spiegel stehst, denkst du dir, ich bin okay, wie ich bin. Ich habe wirklich Glück gehabt mit meinem Augen und Aussehen. Hier und da würde ich gerne Kleinigkeiten an mir ändern. Ich bin immer mega unzufrieden, wenn ich mich im Spiegel sehe. Nein, ich habe wirklich Glück gehabt. Hallo. Ich bin ein Macher. Ab auf den Dancefloor. Wie bewegst du dich? Ich tanzen? No way. Ich liebe es, mich zu bewegen. Habe für jeden Song die richtigen Moves drauf. Kreise sexy mit den Hüften und schaue mich nach süßen Jungs um. Ich tanze nur. Ja, komm, das mache ich sowieso nicht. Also, na, in dem Fall ist es B. Upp. Welches It-Girl gefällt dir spontan am besten? Erstmal eins von denen kennen. Wer ist Jill Kussmacher oder Kussmecker? Kenne ich nicht. Okay. Blake Lively kenne ich, das ist die Frau von Ryan Reynolds, das wird dir wahrscheinlich nichts sagen, aber gut, Selena Gomez dürftest du kennen. Ich habe mal den Namen gehört, aber ich habe sie noch nicht persönlich getroffen. So, und Kristen Stewart ist die von Twilight. Das ist sicher, die alte ist sicherlich mein Beuteschema, aber ist das ein It-Girl? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nein, komm, dann nehmen wir Blake, komm. Nehmen wir Blake. Passt jedenfalls vom Typ her. Ein Kleidungsstück ist modisch, aber ich mag auch individuelle Styles. Ich habe immer die coolsten Teile und werde deswegen auch oft kopiert. Affig, jeden Trainer ist mein Motto. Mir gefällt, was gerade angesagt ist. Nein, ich werde natürlich oft kopiert. Hallo. Ich bin ja schließlich It Girl. Der coolste Typ, also feiert an der Party. Du bist natürlich eingeladen und im richtigen Moment tanzt ihr zusammen. Wenn der Mini einlädt, kann er nicht cool sein. Du bist eingeladen und gehst mit deiner. Ist dir total egal, du findest ihn sowieso nicht cool, du bist nicht eingeladen, obwohl du gerne auf die Party gegangen wärst. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ah. Was hast du für Beauty-Rituale? Jetzt wird es hier ganz toll. Ich schminke mich gerne und probiere kurzweilig aus. Eiscreme, ja gut, eincremen. Legen ist nicht so mein Ding. Keine, ich war schon mal gedacht und creme es ein. Ich stehe nicht so auf unnötigen Firlefanz, das glaube ich dir nicht. Ich liebe es, stundenlang im Bad zu sein. Körperpeeling haben wir es genug, wir müssen es einmal vermitteln. Gerne mache daraus, aber nicht so ein. Dann ist es natürlich Antwort C. So klar. Referate, Klassenlehrer oder Schulter, da stehst du gerne im Mittelpunkt. I hate it. Ich kann vor Referaten nicht schlafen. Naja, ich spreche schon gerne vor Gruppen und freue mich total, wenn ich das Gefühl habe. Total, ich habe da einfach ein Talent. Am liebsten wäre ich Schauspielerin. Absoluter Horror. Lieber schreibe ich 10 Referate als ein Referat zu halten. Das ist natürlich. Ich wäre gern Schauspielerin. Das ist natürlich ein Satz, den sollten wir uns merken. Handyfotos, Digicam und Mini-Bonus. Wie reagierst du, wenn jemand aus der Clique Fotos von dir macht? Ich mag mich nicht auf Fotos und versuche deshalb, setze mich in Pose. Schließlich gönne ich welche Schokoladensand. Ich mache mit, will die Pics aber unbedingt sehen.
nicht, dass noch Bilder mir auf Facebook landen, die mir nicht gefallen. Ich schneide schnell Grimassen und blöde rum, am Ende wenigstens funny pics. Okay. Dann würde ich sagen, ist es hier aber nicht C, sondern das ist B. Watsch! Nur. Aber du enttäuschst mich jetzt. Ja, ich sag doch, ich hab meine Macht verloren. Achtung, das ging Kylo Ren auch. Ja, Genau, das ist das, was Obi-Wan gesagt hat. Die Macht wird nicht mehr mit dir sein. Nee. In Sachen Trend und Style hast du die Nase vorn. Dich kann man als absolutes It-Girl bezeichnen. Super, du weißt, was du willst und auch, wie du es bekommst. Du liebst es, im Mittelpunkt zu stehen und alle wollen sich in deiner Gegenwart sonnen. Alles super, aber pass auf, dass du keine Leute ausschließt. Ist mir egal. Tja, und was lernen wir daraus? Nix. Eben. Aber bei diesen ganzen Quizfragen, ich vermisse da sowas, ne? Sowas wie bei Albany zusammen, wo die Peggy so Quiz mit ihm gemacht hat und gleich die erste Frage, B. mit wem würden Sie lieber in Urlaub gehen, A mit Ihrer Frau oder B, und er sofort B. Ja, tja, was sagst du denn zu diesen geilen Tests? Ich frage mich, ob es noch eine Folge davon geben wird. Ja, also jetzt nicht mehr von der Seite, glaube ich, aber. Eben. Eben. Also da war die Ausbeute jetzt, sagen wir mal, ich werde es mal positiv ausdrücken, sehr interessant. Ja, also es fing besser an und hörte schwach auf. Eben teilweise verwunderlich, so zum Schluss haben die Wörter einfach gefehlt, weil sie die einfach verkauft haben. Und ja, natürlich, weil das ist bestimmt wieder irgend so eine Seite, die werbefinanziert ist, und mit Werbeblockern verdienen sie gar nichts. Und das ist auch richtig so. Und dann müssen halt Buchstaben verkaufen. Die Buchstaben, also Leute, die Buchstaben, die ihr jetzt hier nicht gesehen habt, die werdet ihr bestimmt in eurer nächsten Buchstabensuppe finden. Aber nur. Denkt dran, denkt dran. Dieses E wurde bestimmt von Mädchen.de gesponsert. Aber bitte dann trotzdem die Suppe nur vegan und. Und nur wenn ein N drin ist. Und wenn da kein N drin sein sollte, könnt ihr gleich mal so die Quizfrage starten. Welches N fehlt hier? Genau. Ja, Für welches N hat sich der Kandidat entschieden? So. ich sag's mal so, ich glaube, wir sind durch. War interessant, Ja. aber auch wieder aus der Abteilung recht seltsam. Also aus der Abteilung definitiv sehr interessant. Vor allem das Lustige ist, wenn ihr mal euch die ganzen Scheißfolgen anguckt, also ich muss mal vielleicht dafür echt eine Playlist bauen. Ich glaube, ich brauch nie wieder einen Therapeuten. Du meinst, ich kann da meine Tabletten endlich absetzen? Ich bin dann, ich habe so einen Seelenstrip hier hingelegt, glaube ich. Also, das werde ich auch zu jeder Bewerbung dann irgendwie hinpacken. Guckt euch das an, das ist er. Der ist kaputt genug, den nehmen wir. Ja, dann danke ich dem großen Starkiller, dass er das mitgemacht hat. Ja, gerne, 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 gerne. Ich muss ja schon mich für förmlich für Antworten von mir entschuldigen, aber ich glaube, ihr kriegt das schon irgendwie auf die Kette. Ich grüße Genau, erstmal wenn ihr den Großalten. vernünftige Antworten bekommen wollt, schaut einfach bei mir auf den Kanal. Ich guck mal einfach, ich grüße einfach nochmal den Herrn Rimtur, der wahrscheinlich jetzt noch einziges guckt im Büro. Und immerhin kannst du sagen, das Ding kannst du wirklich als Podcast missbrauchen. Da passiert ja auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Genau, abgehakt ist es. Genau. Aber dann seid ihr großartiger Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das war's. Bis dann. Ciao. Schönes Wochenende, bis morgen.